Leg mal los. Warte, ich muss auch noch ein Viertel machen. Es ist ja wichtig, dass man der Community sieht, was ich heute mache. Aha. Wenn ich... Jetzt hast du den Parker vor den Augen. So. Jetzt so. Ah, machst du auch noch? Ah, sehr gut. Da habe ich noch Insta-Material. Frank, welche Community? Ja, die drei Leute, die bei dir auf YouTube kommentieren. Genau. An der Stelle vielen herzlichen Dank für die drei Leute, die auf YouTube schon kommentiert haben. Und, die sind super, es sind drei verschiedene und die Kommentare sind einigermaßen anspruchsvoll. Ich weiß es, nachdem wir beim SRF einen Kommentar freischalten mussten, die hätten wir mit Handkuss genommen. Hey, Frank Richter, welcome to the Feel Good Podcast. Danke vielmals für die Einladung. Ich muss erwähnen, dass wir das einen Tag vor deiner Premiere, vor deinem allerersten Solo aufnehmen. Mhm. Weil bis es ausgestrahlt wird, bist du dann schon auf Tour. Und ich habe gefunden, es ist ein guter Zeitpunkt. So, ich werde dich heute als Mensch deutlicher spüren als an anderen Tagen, weil wenn man so einen Tag vor der ersten Premiere ist man schon sehr sich selber. Weil man kann ja gar nicht groß sich verstellen für das. Ich habe innerlich abgeschlossen mit dem Ganzen, es wird jetzt einfach aufgeführt und gut ist. Ja, aber du hast ja schon aufgeführt mit Tryouts und die sind ja gut gekommen. Die sind gut gekommen, aber ich bin prinzipiell nicht lang zufrieden mit dem, was ich mache. Und einfach, also jetzt noch x-fach umgestellt und irgendwie, ja, ich will, dass es gut wird. Eben, siehst du, also ist doch nicht abgeschlossen damit. Das ist jetzt die Frage. Aber es ist natürlich, ich habe mir das heute überlegt, es ist ein völlig anderer Prozess, als ich mein erstes Solo aufgeführt habe. Weil die Comedy-Szene jetzt schon so viel weiter ist in der Schweiz, kann man eben drei Tryouts machen. Das war undenkbar gewesen, damals mit meinem ersten Solo. Mhm. Man kann das Material spielen. Ich behaupte jetzt alles, was du da drin spielst, hast du schon mal aufgeführt? Ja, 90%. Ja. 90%. Du siehst, bei mir ist es umgekehrt gewesen. 90% habe ich noch nie können aufführen vorher. Okay. Und durch das, ich weiß nicht, ob man sich dann ruhiger und entspannter fühlt für eine Premiere, aber ist das denn wurscht? Also selbst wenn du jetzt beweist, du hast das alles Material schon mal gespielt, ist etwas anderes, wenn du weißt, es ist ein Solo und es kommen, Achtung, 180 Leute, ausverkauft. Jawohl. Ja, ich habe auf jeden Fall nie gedacht, dass das zustande kommt. Wirklich, also ich bin schockiert. Die Leute sind noch nie spezifisch wegen mir irgendwo an, weil ich habe immer gemischte Sachen gespielt. Ja. Es stimmt nicht, Halbsolos, dort sind sie auch wegen mir gekommen. Halbsolos, das ist so ein neuer Begriff. Ja. Da habe ich früher noch nie gehört. Halbsolo finde ich geil, weil wir haben noch gesagt Doppelshow. Halbsolo. Aber Halbsolo ist irgendwie... Halbsolo. Wir haben das genannt, kalt angerichtet. Eins hat kalt angerichtet geheissen, dann das mit Isabel Meilier geheissen, Kabarett küsst Comedy. Yeah. Weil das war so ein Ü50 Kulturpublikum gewesen. Und dann haben wir gedacht, mit dem holen wir die richtig ab. Uh-huh. Und das mit dem Keller, das hat keinen Namen gehabt, weil es einen grossen Radiosender organisiert hat. Ja. Yeah. Radio Pilatus, können wir schon sagen. Ach, können wir das sagen? Ja, logisch. Ja. Das ist mein Podcast. We can do the fuck we want. Oh, geil. Sehr gut, ich kann ihn richtig vom Leder ziehen. Kannst du auch sagen, Walser ist das beste Wasser aller Zeiten? Finde ich nicht, das war einfach das, was es gehabt. Ich hätte eigentlich Fidschi wählen, aber naja, man kann nicht immer alles sagen. Schade, gell? Ja. Ich find Voss auch noch geil. Aus der Glasflasche? Ja, Voss zeigt also richtig, mir ist alles scheißegal. Ja. Aber das kaufen ja, habe ich gemerkt, das kaufen alles nur Leute, die dann nach einer Glasflasche ewig lang wieder befüllen. Ja, weil wenigstens hat die so ein bisschen etwas wie ein Sammlerwert. Mhm. Aber noch besser sind die, die einfach jeden Tag eine Wassflasche kaufen. Und eine liegt auf immer noch nicht rum. So. Anyway, wie geht's dir? Ja, im Fall, ich freue mich jetzt mega auf die Premiere und bin dann aber auch froh, wenn es mal durch ist. Weil es jetzt so viele Sachen, die sich irgendwie über die letzten paar Wochen aufgestaut haben. Also bei mir daheim sieht es mega chaotisch aus im Moment. Samen. Samen? Ja. Entschuldigung. Ich habe nicht gewusst, dass wir schon so früh beim Podcast so tief einsteigen. Ja, Samenstau natürlich auch. Glück habe ich gestern noch mal Céline Dion gelöst, da hat es gerade was gelöst. Nein, aber was hat sich aufgestellt? Also Arbeit, Pendenzen, Abfall? Pendenzen, Arbeit, Abfall, der Geschirrspüler, irgendwie so Requisiten, die rumliegen, tonnenweise Sachen. Ja. Und sobald die Premiere durch ist, hast du das Gefühl,
Du hockst dann gerade wieder an und findest, okay, jetzt nehme ich mal meine Arbeit erledigen, du mal aufräumen und so. Nein, wahrscheinlich schreibe ich gerade irgendwie Sachen um, die ich nicht gut gefunden habe. Oder so. Aber ich kenne es. Ich sage auch immer zuerst, ja, ja, dann kann ich mich um das kümmern, dann kann ich mich um das kümmern. Und wenn es dann mal durch ist, findest du, jetzt mache ich aber lieber das. Ja. Ist ja logisch. Ja. Aber wenn wir jetzt so die ganzen Prozess anschauen, ich hätte nie im Leben gedacht, dass der komische G&G-Redaktor, den mir mal angerufen hat für irgendeinen Webbeitrag, dass ich den mal als Freund von mir bezeichnen werde. Stimmt. Weil der jetzt auch Comedy macht. Ja. Das ist schon krass. Ja, und vor allem, ich bin auch durch dich dann so ein bisschen auf das Stand-Up-Zeugs gekommen, weil ich habe ja vorher, ich würde sagen, ich habe mich mega lang mit Harald Schmidt und so auseinandergesetzt und Comedy einfach als Konsument genutzt. Und wo du nachher bei uns in der Show gewesen bist, habe ich zum ersten Mal wieder das Bedürfnis verspürt, um auch selber irgendetwas Lustiges zu machen. Mhm. Weil ich weiß noch, ich hatte dich damals ein Interview am ersten Tag irgendwie da begleiten, wo du in die Garderobe gehst und wo man dir die ganzen Outfits zusammenlegt und so. Ich habe das Gefühl, das ist noch ein Lustiger. Hey, hast du mich dort begleitet? Ich weiß nicht, ich habe dich auf jeden Fall am Empfang abgeholt. Das weiß ich noch. Ja, das weiß ich auch noch. Den Rest habe ich mir dann eingebildet. Soll ich dir mal etwas erzählen? Der Probetag, wie er geheißen hat. Ja. Wo eben, man ist wirklich dort mal wichtig, man muss natürlich rechtfertigen, warum es das gibt. Ja. Man geht die Lümpen anschauen, die man selber mitgebracht hat. Mhm. Ja, das geht ja auch einen halben Tag. Natürlich. Und dann ist eben noch ein Beitrag gemacht worden, inklusive Testsendung. So, ja. Und an dem Tag, ich sage jetzt mal so, in der Nacht davor, bin ich bis um 5 Uhr am Morgen in meiner Stammbeiz gesessen, bin rotzevoll gesehen. Und am 7. Uhr morgens auf den Zug müssen. Und ich habe eineinhalb Stunden gepennt, habe im Zug noch eine weitere halbe Stunde gepennt und bin so, wirklich selten in meinem Leben so, zuerst glaube ich noch besoffen und nachher verkatert gesehen, wie dort. Aber irgendwie aufgrund von der Energie, die man freigesetzt hat, weil man eben irgendwie, man muss viel machen, irgendwie ist es gegangen. Und, das ist immer noch das Geilste, die Pressebilder. Wenn G&G Pressebilder gemacht werden, dort wird ja so fest mit dem Pinsel noch drüber gehauen, ja. Dass wirklich, ich kann sagen, hey, das ist übrigens, ich habe mich noch nie so scheiße gefühlt wie an dem Tag und gefunden, aber du hast noch nie so gut ausgesehen. Ja, wirklich, so. Es ist alles weg. Du siehst oft wirklich aus, als wärst du immer 22. Magie vom Fernsehen, du. Ja. Und dort bin ich wirklich einmal eben bei der Garderobe, dort, wo es geheißen hat, kannst du noch schnell die Hose nachziehen und kannst noch schnell. Dort bin ich irgendwie, glaube ich, so zwei Minuten hinter dem Vorhang sind, einfach so. Ich glaube, ich sterbe jetzt dann. Was ich noch geil finde bei dem, ich habe ja mega viel von diesen Beiträgen gemacht, wo quasi so ein Gastmoderator vorbeikommt und dann begleitet man den und tut so ein bisschen Puls fühlen. Und die Leute sind ja nie gecastet. Also die stehen an dem Tag zum ersten Mal vor einer Kamera und moderieren. Und wenn du halt schon dort merkst, okay, die können das überhaupt nicht, die musst halt dann einfach eine Woche lang durchbrücken. Dann weißt du, es gibt eine gute Woche mit einem tollen Gastmoderator. Und es ist ja immer ein Produzent dann verantwortlich für den Gastmoderator. Und bei gewissen Gastmoderatoren war es wirklich so, dass mega lange ein Kampf stattgefunden hat, weil niemand den wollte produzieren, eine Woche lang. Und ich will jetzt nicht sagen, wer die Person war, aber es war in der gleichen Woche wie du. Also nicht die gleiche Woche, aber in der gleichen Aktion. Es war auch das Kind von einem Prominenten, wo so schlecht moderiert hat. Das war ja eigentlich der Aufhänger. Das war der Aufhänger, Kind von Prominenten, der eine Woche lang für Glanz und Gloria moderieren durfte. Genau. Und wir hatten einen Kandidat oder Kandidatin, der so schlecht war, dass es keine Moderationen, die mehr sind als drei Sätze. Wirklich. Drei Sätze und dann muss der Beitrag, wir verlieren die Leute. Man sieht, wie die Kurve einknickt jedes Mal, wenn das Gesicht am Fernseher kommt. Das war geil gewesen. Ich kann nur eine Prognose, also eine Schätzung, eine Einschätzung geben. Ich habe das Gefühl, es ist, ich weiß nicht, wie sie mit dem Vornamen heisst, aber ich schätze jetzt mal. Du schätzt eine Frau? Ich schätze jetzt mal Tochter Schawinski. Ja. Möglich. Gell? Gut möglich. Man kann ja das einfach jetzt im Archiv schauen, wie sich die Leute so geschlagen haben. Genau, weil wer ist noch gesehen? Der Max Baumann ist noch gesehen. Der Max Baumann ist noch gesehen. Dann ist noch der Noel Affolter, der Sohn von der Silvia Affolter. Müsst ihr beide kennen, oder? Weißt du, Silvia Affolter? Hat die nicht mal Risiko moderiert? Nein, das war Gabriele Amgarten. Kennst du? Ex-Miss Schweiz, aber die hat irgendwas moderiert im Fernsehen. Ich gerade will sagen, der Christoph weiß es. Ex-Miss Schweiz, wo irgendetwas moderiert hat noch? City TV, gut. Natürlich. Also, man kann es Fernsehen nennen, muss aber nicht. Mit so einem Milbenstab über den Matratze drüber gestrichen.
Ja, kennst du noch Room Raiders? Natürlich. Mit dem UV-Licht. Und wer haben wir noch gehabt? Ich weiß nicht, es sind glaube ich 5 gewesen. Nein, ist nicht noch von irgendeiner, vielleicht aber verwechselt das jetzt auch, aber irgendwie so, weißt du, von der Dennis Bielmann ein Kind, hat die überhaupt Kinder? Nein, nicht von der Dennis, aber sonst irgendeine Kunstturnen, Eiskunstlauf, dort noch irgendein Sohn oder Tochter, egal. Also, Wurst. Aber es ist bei dem Glanz und Gloria Gastmoderationsding, ja. haben wir uns viel früher kennengelernt. Es ist nicht dort gesehen. Wir haben dort natürlich auch wieder miteinander zu tun gehabt, aber du hast mir mal angerufen wegen irgendwie. Ja, wegen Marco Rima. Das war so eine Geschichte. Ja, das ist aber danach gesehen. Nein, irgendwann hast du mir wegen etwas anderem angerufen, wo dann auch nichts daraus geworden ist. Und du hast, glaube ich, irgendeine Quote von mir reingeholt. Und du hast gesagt, du schaust mal, ob du das platzieren kannst. Und es ist natürlich dann nicht. Ja, stimmt. Eine Zeit lang haben wir online tatsächlich noch Journalismus gemacht. Ich mag mich erinnern. Ja, dort war es, glaube ich, noch mehr gewesen, als jetzt einfach. Zwei Sätze auf ein Instagram-Bild zu klatschen, dann hat man tatsächlich noch mit Leuten telefoniert. Ja, das ist ein von meinen ersten Jobs. Ich war damals noch Viva, hatte ich eine Praktikantenstelle, wo es unter anderem darum ging, Star News in Teletext und auf die Webseite zu knallen. Geil. Mhm. Und dann hast du halt wirklich hast du den ganzen Tag so scheiß News, eben Gossip-News durchgeforstet und du hast mir so 5 am Tag, fünf neue Schlagziele hast du mir so haben. Ja. Ich hab so, frag mich nicht. Britney. Was hast du gemacht? J-Lo und was weiß ich? Ja, einfach immer. Und dann hat, weil es eben in Teletext hast du hauen, hast du mir so in so einen TXT-Editor und hast du in der Ziele hast du mir so die Anzahl Zeichen zählen und dann hast du mir so Enter und einen neuen Absatz machen, damit es dann. Damit es schön aussehen. Ja, weil Teletext kennt keine Zielenumbrüche, sondern. Du tust wirklich einfach jedes Feld mit einem Buchstaben versehen, sozusagen. Mhm. Das heisst, du brauchst wie so eine Vorlage, wo du dann auf die reinklatschst. Ja. Ich glaube, mit dieser Geschichte haben wir 30% der Hörer verloren. Natürlich. Aber ich weiß, was schön ist? Bis jetzt sind in diesem Podcast, ist so, du kannst ja so die Kurven anschauen, wie die Hördauer und all das Zeug ist, oder auch Zuschauer bei YouTube. Und das macht logischerweise am Anfang immer, gibt es den Strich nach oben, aber dann. Nach 5 Minuten oder was es ist, bleibt es gerade. Okay. So Flatline. Ja. Außer jetzt. Jetzt ist es runtergefallen. Ich hätte gedacht, das ist eine spannende Info mit dem Teletext, aber vielleicht auch nicht. Es geht. Weißt du, was ist. Aber du hast du bei Viva auch moderiert? Nein. Ah, ich bin dort zweimal das Casting. Ich bin auch mal an einem Casting. Nein! Eben nicht. Ich habe mich beworben und dann haben sie mich auf das Praktikant genommen. Hey, du hast dich beworben für das Casting. Wir könnten hier noch den und den brauchen. Und so, oh geil, vielleicht komme ich dann auch vor die Kamera. Ist das Viva Swiss gewesen oder schon Viva? Schon Viva. Schon Viva. Okay. Ich bin zu Viva Swiss-Zeiten vorbei. Du bist ja ein bisschen älter als ich. Bisschen, ja. Ja, das reicht dann schon. Das, genau. Für die schnellen 2000er Jahre, lange 3 Jahre Unterschied für ganz viel. Ganz viel. Ich weiss noch, der, wo es dann geworden ist, den haben sie genommen, weil er nichts gewusst hat. Sie haben das so erfrischend gefunden. Sie haben sich gefragt, hey, wer ist so in den Top 30 Charts momentan? Der, keine Ahnung. Ja. Interessiert mich nicht. Und die so, hey, das ist eine coole Socke. Nehmen wir, ist geil. Bei mir haben sie damals so einen Basler genommen. Weil der hat mega gut ausgesehen und dann hat man quasi gesagt, dann können wir auch dort im McDonalds die Chartshow moderieren lassen, ohne dass jemand verprügelt. Und der hat das dann irgendwie 2 Jahre lang gemacht, aber total verschwunden. Was jetzt? Lange Haare. Lange Haare? Ja, also so damals so der Mittelscheitel. Ja. Ja, das ist jetzt ganz peinlich, weil ich kenne den gut und mein Namensgedächtnis blankt wieder mal komplett. Christian, oder? Achtung, Franzoso. Nein, der hat ja noch hat ja mal Glanz und Gloria moderiert. Aber der ist auch ein Basler gesehen. Wirklich? Ja. Aber der hat doch nie lange Haare gehabt. Ja, etwa so halblang hat er mal gehabt. Aber der ist doch nie bei Viva gewesen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube nicht. Ja. Also jetzt haben wir sicher alle Hörer verloren. Jetzt haben wir alle verloren, who cares, weißt du, Journalismus. Jetzt ist vorbei. Mm. Aber du hast ja tatsächlich mal mit richtigem Journalismus angefangen, bevor du zu G&G bist. Und hast dich dann auch immer ein bisschen wehren, dass G&G auch richtiger Journalismus ist? Natürlich, es ist einfach, und ich würde im Fall sagen,
quasi Lokaljournalismus oder politisches Zeugs ist viel einfacher als Glanz und Gloria. Mhm. Weil ja die Akteure liefern dir gerade schon Geschichte. Ja, du weißt, sonst musst du eine Geschichte erfinden. Genau, oder? Du musst ja. Bei Glanz und Gloria, blöd gesagt, die Leute, die rund um den Städtisch stehen und Güppli trinken. Und das war es. Und man geht einfach, weil die Gästeliste noch geil ist. Mhm. Und die stehen aber irgendwie in einer Jeans-Boutique, die gerade aufgegangen ist oder so. Mhm. Hast keine Geschichte. Und dort musst du halt wirklich etwas einfallen lassen, damit es eine Geschichte ausgibt. Mhm. Ich habe mal Geschichte gemacht, ich habe mal die Hunde von Prominenten porträtiert, wo der Hund dann gesprochen hat und über den Besitzer geredet hat. Oh, das ist sehr kreativ. Ja, der hat wirklich so 2 Tage lang mit der GoPro irgendwelche Hunde nachgelaufen. Sensationell. Dabei hättest du auch können die GoPro auf den Hund schnallen. Nein, das haben wir ausprobiert. Das gewackelt im Fall wie die Sau. Wirklich? Das kennst du überhaupt nicht. Wir müssen so wirklich, wir haben GoPro und Handys um einen Selfie-Stick gebunden und sind so hinter den Hunden hergelaufen. Es muss so komisch aussehen. Aber die Leute, die vorbeigelaufen sind, wirklich, das ist irgendwie ein Perverser, der versucht, den Hund zu filmen. Nein, ist eine ganz neue Art von Einsammeln. Ja, genau. Das weiss ich noch, der hat damals ein, das ist, ich weiß nicht mehr, ob ich die Idee hatte oder im Team oder so, auf jeden Fall habe ich das dann ausgeführt und es hat geheißen Gassi und Gloria. Und hat bei uns in der Lokalzeitung, für die ich mal geschafft habe, hat dann ein ehemaliger Arbeitskollege so einen Einspalter geschrieben, der hätte nicht gewusst, dass ich das gemacht habe. Und ich so gestanden, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr tiefer, legt SRF Glanz und Gloria nochmals eine Schippe drauf. Ich war sehr stolz auf das, ja. Hast du ihn dann angelitten? Nein, ist mir doch wurscht. Ja. Ja. Das, du kannst ein paar easy mein Zeug schlecht reden. Ich finde es aber noch amüsant, je nachdem. Es ist ja, aber eben, es ist ja dann immer stellvertretend. Das heisst ja dann nicht, der Frank Richter hat eine Schippe draufgelegt. Sondern es ist so verallgemeinert, Glanz und Gloria. Ja, aber weißt du, ich meine, das Format, wo das ausgestrahlt wurde, das ist ja im Grunde genommen ein Comedy-Format gewesen. Mhm. Also vielleicht ist es einfach falsch eingebettet in einem Promi-Magazin. Weißt, vielleicht hat er das Gefühl gehabt, das muss einen seriösen Hintergrund haben, wenn man schon Hunde zeigt von Prominenten. Aber weißt du, ich weiß ja nicht, was der Hund denkt oder was der für Charaktereigenschaften hat. Also haben wir einfach irgendwelches Zeug erfunden. Und der Hund von der Vera Dilia ist natürlich kokainsüchtig gewesen. Er ist irgendwie, es ist ja noch einer aus Südamerika oder so. Und dann hat er einfach mit so einem krassen Akzent gesprochen und zwischendurch so Geräusch gemacht. Und natürlich ist das doof, aber doch auch irgendwie unterhaltsam, oder? Qualitätsjournalismus. Ja, tatsächlich. Qualitätsjournalismus. Ja, also zurück zur Comedy. Was sonst? Du hast Glanz und Gloria, nicht durch mich, das ist jetzt Scheissdreck, sondern du hast schon Stand-up geil gefunden. Ich bin viel Stand-up-Sachen schauen und habe vieles auch extrem schlecht gefunden. Mhm. Und bei dir habe ich dann das Gefühl gehabt, das ist noch lustig. Obwohl gut, das zeigt ja einen krummen Geschmack von dir. Ja, ich kann nichts dafür. Aber ich bin oft Sachen schauen. Du kannst ja völlig unbefangen an. Und was ich aber damals als Journalist auch nicht gewusst habe, dass, wenn du ein Stück siehst an der Premiere, ist das ja noch nicht komplett ausgereift. Das wird ja noch besser. Mhm. Das ist mir nicht bewusst gewesen. Ich habe gedacht, das bleibt auf ewig so. Das ist wie wenn ich einen Kinofilm schaue. Eins zu eins ist genau so. Gleich. Ja. Ja. Mhm. Und vielleicht habe ich einfach einen Haufen Sachen gesehen, die völlig unausgegoren sind oder so. Ja, also ich habe es mit dem Zuko im letzten Podcast davor gehabt. Es gibt schon so ein bisschen Spezialisten, die finden, ja, weißt, nach 30 Vorstellungen ist es dann mal gut. Mhm. Gut, beim Döwil ist es nochmal ein Spezialfall gesehen. Er hat ja wirklich einfach nichts gehabt. Aber es gibt solche, die das wirklich so ein bisschen drauf anlegen, die sagen, ja, weißt, Premiere, aber danach wird es dann gut. Ja. Und gerade der Zuko und ich sind so eher in der Sorte, wie ich jetzt auch dich einschätze, so wie eben das Material, das du morgen spielst, schon ausgespielt ist sozusagen, schon ausprobiert und schon dran gefeilt. Wir gehören mehr zur Sorte, die sagen, wenn eine Premiere ist, dann ist es schon das fertige Produkt. Natürlich passiert dann hier und dort noch, wenn du 20 Mal den gleichen Satz sagst, fällt dir beim 21. Mal vielleicht noch etwas hinterdrein ein. Weißt, aber so dass es entwickelt sich noch wahnsinnig, ist nicht das Ziel. Bei mir zumindest, weil dann würde ich ja nicht so oft ein neues Programm machen. Sondern dann sagst du eben, es heisst zwar so, aber dann sagst du irgendwie Live-Tour
die Live-Welttournee durch die Schweiz. Also machst du irgendeinen blöden Titel. Mhm. Und danach spielst du halt auf 5 Jahre lang, was du willst. Und dann ist es auch egal. Oder du tust es halt abtrennen und sagst, jetzt heisst es so, nächstes Jahr heisst es so. Und das ist dann auch wirklich ein anderes Material. Weil ob das jetzt einfach über ein Jahr dann langsam ins aktuelle Solo reinkommt oder ob das dann ein neues Solo ist, ist eigentlich wurscht. Okay. Meiner Meinung nach. Aber ja, gerade Stand-up ist eben halt auch etwas, wo du viel direkter kannst. Bei einem Sketch, ich denke immer Divertimento, dass sie so lange touren, muss sich ja, klar muss sich finanziell lohnen für sie, aber muss sich ja auch lohnen für den Aufwand, der dort betrieben wird, bis dort wirklich Wort in Wort reinfließt. Und es ist zum Teil mehr wie ein Theaterstück, wo sie wirklich aufs Timing on point ankommt. Oder? Mhm. Und noch technischen Schnickschnack. Und wenn du Stand-up machst, das ist die schöne Freiheit. Eigentlich kann ich morgen, das kann immer noch so heißen, und ich kann morgen etwas völlig Neues spielen. Eigentlich. Das ist cool, oder? Es ist mega geil. Ich habe das Gefühl, ich will in Zürich morgen ganz anderes Zeug spielen als dann beispielsweise in Luzern. Mhm. Ja, ich weiß, mit gewissen Sachen komme ich nur in Zürich durch. Die gerade weil ich sage, anders gar nicht in Luzern darfst du halt alles katholisch ein bisschen. Da habe ich eh nichts. Aber alles, was so ein bisschen in schwarzen Humor reingeht, wird dort rigoros gestrichen. Mhm. Aber ich habe jetzt gemerkt, als ich das letzte Mal dort gespielt habe, wenn man sie so ein bisschen mit Zuckerbrot und Peitsche geht im Fall. Man bringt so ein bisschen den schwarzen Humor in die Innerschweiz. Muss aber ganz, ganz säuferlich machen. Aber sie sind schlussendlich gleich, sind sie gleich gut gefunden. Aber man muss ihnen mega viel Zeit geben für das. Ja, ja, Innerschweiz, ich finde es noch spannend, weil es wirklich mittlerweile so fast gang und gäbe ist in der Comedy-Szene, dass man immer so findet, ja, Innerschweiz, schwierig und so. Und irgendwie jetzt gerade in den letzten paar Monaten so eine gegenteilige Erfahrung gemacht wird. Wir haben ja 7 Siege, haben wir ja in Emmen gespielt. Ja. Das ist ja bombastisch gewesen. Natürlich. Bombastisch. Und auch oft ist so, dass du quasi, während du dort stehst, hast du das Gefühl, sie finden es nicht gut. Und dann kommen sie nach der Show und sagen, wie lustig dass das war. Und du denkst, oh, ich habe euch völlig falsch eingeschätzt. Hat euch ja doch gefallen in dem Fall. Ja. Ja, gut. Es gibt immer die Person, die vorne keine Mimik verzieht und nachher sagt, noch nie so viel gelacht. Mm. Wow, ist das toll gewesen. Ja. Wahnsinn. Und ich schränke den Arm. Unglaublich, vielen Dank für den unglaublich tolle Oben. So. Vielen Dank für den unglaublich tolle Oben. Genau. Ja, ich glaube, ich habe auch schon oft gedacht, wenn ich Comedy-Sachen schaue, ich glaube, ich sitze auch mit so einer mega gelangweilten Fresse dort. Und es tut mir dann extrem leid für den, der eigentlich auftritt. Weißt? Weil oft ist es so etwas, was ich schon kenne. Aber das ist ja eine ungeschriebene Regel. Als Geschäftskollege sollte man nie im Sichtwinkel vom Auftretenden sitzen. Das ist immer noch schwierig, weil dort, wo ich spiele, hat es nicht mehr als 6 Reihen. Oder wo je nachdem der andere spielt. Da sieht schon man klar. Mich halt dann doch. Aber jetzt habe ich vergessen, was ich wollte sagen. Macht gar nichts. Schweiz und schwarzer Humor. Und dass ich ein Solo anpassen kann und dass ich ganz viele schlechte Solos gesehen habe während meiner Glanz- und Gloria-Zeit. Nein, genau. Wenn du am Auftreten bist, was ist jetzt 3 Jahre? 3,5. 3,5. Ja. Also dann hast du ja schon so viele Open Mics mitgekriegt. Mhm. Was ist denn so für die schlimmste Auftritt gesehen. Heißt nicht, dass du unbedingt bombt bist und niemand gelachen hat oder so. Aber das eigene Feeling ist ja meistens viel intensiver, als wie es nach Hause dann wirkt. Schwierig. Ich habe mal gespielt in so einer Bar, wo quasi dort ist nicht gross kommuniziert worden, dass überhaupt Comedy stattfindet. Geil. Das heisst, die Hinterhälfte von der Bar, das sind einfach Leute, die Bock hatten, zum am Abend vorgehen und eins zu ziehen, die wollten einen zuhören. Ah, hast du mir mal Videos geschickt von dem? Ja. Und du hast dort nachher eben auch mal gespielt und dann hast du mich noch gefragt, ist das dort gut? Soll ich dort? Und ich so, ja, du musst einfach schauen, dass sie raffen, dass an dem Abend Comedy stattfindet. In St. Gallen ist das. Ich habe gemeint, also nicht Billy Papp in dem Fall. Nein. Und so wirklich eine ganz am Anfang, wo aber was ja auch ist, wenn du weißt aufgrund von der Voraussetzungen, dass der Auftritt schlecht wird,
ist sie auch schon fast wieder lustig, weil du weißt, an dem Abend wird niemand da drinnen einen guten Auftritt haben. Und ich bin mal mit dem geschätzten Nico Ahn auftreten. Mhm. Das war, glaube ich, das Billy Pub in Arbonne, wo man uns zwei so Ikea-Couchtisch angestellt hat als Bühne. Und das Pub war der Eingangsbereich von einem Boxclub. Das heisst, während wir Comedy gemacht haben, sind die ganze Zeit Boxer reingelaufen, einfach schnell durch ein paar durch und hinten dran im Trainingsraum rein. Und es hat noch so einen Automat im Ecke gehabt, so, wo so kannst du reinschlagen, also mit der Faust. So ein El Toro-Automat. Genau, und während ich Comedy gemacht habe, haben Leute in den Boxautomat reingeschlagen. Und dann hast du im Hintergrund gehört, da. Und dann auch an der Bar irgendwie vier Leute und zwei davon haben mir den Rücken zugetragen. Und dann habe ich gedacht, ich spreche die jetzt einfach mal an und sage, ja. Hey, du Kollege, du dort mit dem Rücken zu mir. Und dann sagt sie an der Bar, oh, ich habe kein Deutsch, mit dem musst du nicht reden. Es ist halt dann schwierig, wenn irgendwie sechs Leute dort sind und zwei davon können schon mal kein Deutsch. Aber dank dem Box-Ding hast du natürlich ein paar gute Punchlines gehabt da oben. Ein paar schlagkräftige Witz. Genau. Oder immer gut ist auch, wenn das Publikum die Möglichkeit hat, zum Cappuccino bestellen, während du eine Show machst und im Hintergrund so gehst. Das ist eines der schlimmsten Geräusche, die es gibt. Beim Auftreten. Cappuccino, Milchdüse. Milchdüse, ja. Ich bin mal in Köln auftreten, dort haben sie so einen riesigen Sack Eiswürfel aus dem Gefrier genommen und haben in so einen grossen Blech Lavabo reingeschossen. Aha, auch gut. Während einer auf der Bühne gestanden ist. Noch geiler ist, wenn Leute so Eisblöcke tun, enthauen. Ja, weißt du, wenn sie mit so einem Pickel so während du am Auftreten bist. Und, weißt du, bist du mal im Bonsoir auftreten in Bern, wo es das noch gegeben hat? Hast du auch einen Club gesehen? Ah. Mit ziemlich offenem WC sozusagen. Also okay. Du bist wirklich einfach so hinter einer Wand gelaufen und dort ist dann so WC-Räumlichkeiten gesehen. Ja. Und man hat es zwar immer gesagt vor den Shows, bitte nicht, falls man aufs WC muss, den Föhn bedienen. Weil es ist einer gesehen mit so einem runden, sehr, sehr starken Düsenantrieb. Mhm. Und wirklich einfach jede Show irgendwann aus dem Nichts. Ja. Aber das gehört dazu. Das ist irgendwie so, ich habe gemerkt, das Publikum interessiert das nie, deine schlechtesten Auftritte. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist etwas, was mega lustig ist, wenn du das auf der Bühne erzählst. Und ich glaube, für das Publikum tönt es einfach so nach, ja, hör auf jammern. Du hast schon schlimme Tage im Büro. Ja. Es war auch schon die Kaffeemaschine kaputt gewesen. Jetzt tut nicht so schwierig, weißt ja, es ist, ich habe das Gefühl, man tut ja auch nachträglich die schlechten Auftritte ein bisschen romantisieren. Ja. Also ich bin so ein, weil so finde, das gehört eben auch dazu und darum mache ich das ja, weil eben dann habe ich wieder mal eine geile Geschichte. Weil logischerweise vergesse ich nie mehr, wenn ich mal wirklich in einer Besenkammer habe so umziehen. Und das für lau, also es hat geheißen, ja, gratis. Ja, aber es gibt ja Exposure, weißt du. Eben, aber dafür wirst du dann nachher in das Theater dort gebucht, wo die Bar angeschlossen ist und so. Und bla bla. Bist du denn? Natürlich nicht. Aha, okay. Und noch besser ist gesehen, es hat geheißen, der Claudio, der dort noch alleine Management und Booking gemacht hat, hat irgendwie gefunden, ja, also irgendetwas zu essen und etwas Kleines zu trinken wenigstens, das war noch easy. Weil er zahlt ja noch das Zugticket oder das Auto, weiß nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, ja, was hätte er gern? Und dann hat er gesagt, ja, hast du ein bisschen gesund und so, also zum Beispiel irgendein Smoothie oder irgendwie, eben, und ein Sandwich, vielleicht sowas. Ja? Und dann komme ich da und dann hat gesagt der Typ so, irgendwann, und weißt, ich denke so, eben, zeigt mir ja so die Besenkammer, da kannst du dich umziehen und das ist gleichzeitig auch der Aufenthaltsort, bis die Show losgeht. Und ich denke so, wenn kommt jetzt endlich mit dem Essen und Trinken und so? Und dann sagt er irgendwann, hey, übrigens, ich habe gehört, du hast gerne Smoothies. Und ich so, ja. Und dann gibt es wirklich so eine Coop 2,30 Franken Mini-Schüttelding. Wegen so auf Birne, Apfel oder irgend sowas. Das ist billig. Da. Und ich so, oh, wow, danke vielmals. Und dann hat er, geht er wieder. Und irgendwann sage ich so, gibt es irgendetwas zu essen? Und dann sagt er, ja, es hat einen guten Sandwichladen, musst zwei Stück rauf. Rechts, geradeaus, dann wieder links, dort hat es einen. Super, dann bin ich dort ein Sandwich gegessen, wo ich natürlich gezahlt habe. Und eben, nachträglich romantisiert man dann so Zeugs, wenn man so findet, ah, oh, das ist so. Ja, und vor allem, du lernst ja immer von den schlechten Auftritten. Also weißt du, so, im Grunde genommen ein Auftritt, wo schon alles gegen dich spricht, Technik, die nicht funktioniert, das Publikum, das mit dem Rücken zu dir sitzt und so, das bringt am Schluss endlich viel mehr als einer, der gut läuft.
Und irgendwie, so der Masochist in einem findet ja, dass das eben auch noch Spass macht. Ja, natürlich. Du findest irgendwie noch geil, wenn einer die eine halbe Stunde nicht anschaut, weil er einfach sich geweigert hat, an seinem Scheißtisch sich umzudrehen, dann sprichst du einfach irgendwann an und findest es selber mega geil. Jetzt komme ich gerade was in den Sinn, ich habe in der Sur Selva gespielt, nicht, das war genau das gewesen. Ich bin in einem Restaurant auftreten, wo für Comedy nicht so wirklich geeignet ist, weil es ist L-förmig war. Das heisst, immer also, gut, ja. Die Leute hätten müssen aufstehen und um die Ecke laufen, um dich zu sehen. Also sprich, die eine Ecke hast du schon mal verloren, weil du hast einfach die längere Seite vom L angespielt, logischerweise. Mhm. Oder? Und die andere Ecke hat deinen Rücken angeschaut. Und dann hat es eine Frau gehabt, die vor mir gesessen ist, mit dem Rücken zu mir und ihrem Mann. Und ich habe am Anfang so versucht, mit denen mich ein bisschen zu unterhalten. Und dann bin ich zu ihr und habe gesagt, und sie sind? Meier. Ah, okay. Und sind sie da aus der Umgebung? Und in dem Moment dreht sie sich von mir weg und verschränkt die Arme. Und dann rede ich mit ihrem Mann von der und sage so, sind Sie in dem Fall da aus der Region? Und sagt er, ja, und wir sind schon letztes Jahr da gewesen und es ist alles gut gewesen, bis auf den Künstler. Wir wollen das blöde Comedy-Zeugs nicht. Es ist so schön gewesen, ist mal einer gekommen mit dem Handörgeli und jetzt ist es nur noch so Gaga-Seich. Dann habe ich gesagt, ja. Dann muss ich sie enttäuschen, wieder das Jahr wieder ganz einen langen Abend für sie. Und jedenfalls wirklich dann komplett, ich musste dreimal spielen, also immer Pause gegeben, habe ich wieder spielen. Immer so. Aber, dann, ja. Aber also, das ist das ein spezifischer oben gesehen, was Kais hat, übrigens, für das kauft man Tickets, das ist Comedy? Nein. Oder ist es eben so ein Weekend, der heisst übrigens, kommt noch ein Komiker? Nein, es ist, das ist von der Raiffeisenbank ein Geschenk an Kunden, die zahlen 25 Stutz für einen Dreigänger. Und werden noch mit Kultur berieselt. Ich liebe es, wenn man Geschenke noch bepreist. Natürlich. Und die wissen aber nicht, wer in dem jeweiligen Restaurant auftritt. Also das kann sein, dass dort einer kommt und eine Lesung haltet. Mhm. Das kann sein, es kommt einen allein unterhalten mit einem Handörgeli. Mhm. Oder es kommt halt irgend so ein blöder Stand-up-Comedian aus Zürich, oder? Mhm. Und das ist mega spannend für dich, um dann zu sehen, was kommt. Und du hast dort natürlich Kinder, die rumrennen. Du hast Leute, die am Handy telefonieren. Es ist eine Restaurant-Atmosphäre. Es gibt auch keine akustische Verstärkung. Du musst einfach heben oder selber deinen Lautsprecher mitnehmen oder so. Und dann ist Crowdwork natürlich perfekt, wenn und, du jetzt nicht mit dem Publikum schmerzt. Und du spielst 45 Minuten, 3x15. Was? Ja, und es ist halt, also dort im Fall, dort habe ich wirklich mega viel gelernt an dem Abend. Das war super gewesen. Ich habe mit ihnen noch, wie zwei haben mich gekämpft vom Blick live gewesen, dann haben wir einfach noch ein bisschen Quiz gespielt. Das war auch gut. Geht auch Zeit um, weißt du. Mir hat mal eine nicht Auskunft gegeben. Also weißt du, wirklich so aus Privat. Ah. So aus wirklich Schutz. Ja, ja. Das war im Zeugenschutz. Keine Ahnung. Ja. Irgendeine Mitgliederversammlung, aha, wo du auch gemerkt hast, das sind alle nur fürs Buffet nachher dort. Natürlich. Weil das war richtig geil gewesen. Und es ist natürlich auch vom Timing her perfekt, weil dann heisst es so, zuerst der offizielle Teil, ganz wichtig, das und da wird noch jemand wiedergewählt und so, oder? Dann heisst es so, der offizielle Teil ist vorbei. Und dann hörst du so, Stil, oder? Dann heisst es, jetzt kommen wir noch zum Unterhaltungsakt, oder? Wo einfach du künstlich rauszögerst, dass sie können fressen können. Ja. Und dann merkst du richtig so, wie in den letzten 5 Minuten vom Auftritt, wie so langsam Türen aufgehen, weißt du? Und ein paar laufen so ein bisschen raus. Und die hat wirklich keine Auskunft gegeben. Die hat sich geweigert. Aber das kannst du ja dann auch aufnehmen, weißt du? Ja, logisch. Sagst, ja. Der klassische Gewichtsjoke habe ich ja dann trotzdem gemacht. Ja. Oft ohne ihren Namen. Und durch das ist, glaube der einzige Lacher gesehen in diesen 20 Minuten. Von ihr oder allgemein? Grundsätzlich. Ah, okay. Schwierig, wenn die Leute eigentlich eben nur essen wollen. Ja, ja. Oder wenn sie kein Deutsch können, das ist auch mühsam. Dann. Ja, klar, noch Hälfte davon Französisch. Ja, genau. Wir haben noch ein paar aus dem Tessin da. Ja, richtig. Da habe ich ja fast Italien gesagt. Wo man, ja, und, weißt, und dann sagt man auch gerne zum Comedian, ja, sie können ja gut Hochdeutsch, macht sie es doch auf Hochdeutsch, damit sie das Dessiner auch verstehen. Mm. Und sie verstehen es ja trotzdem nicht. Also, nein, weißt du, so, das sind ja irgendwelche Wortspiele und so, oder ich rede schnell, das bringt überhaupt nichts. Und der Rest von der Schweizer im Saal denkt sich einfach, oh, wieso macht das auf Deutsch? Er gewöhnt niemand dabei. Aber man macht es gerne. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn man auf der Bühne auftritt und eben es passiert irgendetwas, wie zum Beispiel, dass jemand einem nicht anschaut. Und das ist auch für das Publikum überhaupt nicht so entscheidend. Und weißt, die interessiert das ja eigentlich auch nicht.
Also, es gibt so Komiker, die steigen dann immer komplett auf das ein. Das, weißt du, hörst jemanden hinten husten und machst sie, so, Achtung, Halstafel für die Person. Weißt du? Und, ja. Und die Leute im Publikum kriegen es gar nicht so mit, weil die schauen auf den Künstler vorne und dann passiert halt irgendwie, da hustet jemand, da geht mal der Föhn ab und so. Das interessiert die gar nicht so. Erst wenn alle schauen, solltest du es ansprechen. Aber es gibt dann so die Kranken als Komiker, dass du alles probierst aufzunehmen und überall noch etwas machst. Und durch das gibt es dann halt wirklich so 20-Minuten-Sets, wo du das Gefühl hast, 15 Minuten wird oft kommentiert, was alles passiert ist. So, ja, und da wird noch schnell ein Eiswürfel ins Glas gemessen. Ja. Weißt du? Ein paar Messen. Ja, genau. Und es ist auch lustig, oft das Publikum hat das Gefühl, du bekommst ja eh nicht mit, über was sie machen. Weißt? So, ja, klar. Es ist wie beim Fernsehen schauen. Irgendwie sieht jetzt auch niemand, was ich daheim auf dem Sofa mache. Und dann machen sie manchmal so ganz lustige Sachen. Manchmal komme ich mir vor wie ein Lehrer. Das finde ich eigentlich mega scheiße. Wirklich? Ja, manchmal hast du wirklich das Gefühl, weißt, wenn irgendwie eben zwei schon fünf Minuten schwätzen. Mhm. Und dann bist du wirklich irgendwann so, sorry, wollen die auch noch etwas sagen? Oder was? Kennst du den Witz auch? Oder weißt du, irgend so etwas? Mhm. Du probierst ja lustig zu verpacken, aber eigentlich willst du einfach sagen, halt Fassi. Ja, oder? Ja, klar. Und danach wird es immer so ein bisschen kurz bedruckt, still, weißt du, und eben die fühlen sich so verwünscht. Und dann denke ich mir so, hey, ich bin auch nicht, wie wenn ich in der Orientierungsschule gehockt bin und verwünscht worden bin. So fühle ich mich jetzt als Lehrer. Dass du wirklich, das willst du eigentlich nicht. Du willst eben eigentlich da unterhalten sein. Und dann machst du so. Du bist ja schon häufig in Berlin auftreten. Was sind deine Erfahrungen mit betrunkenen Zuschauern, die reinheben? Hast du das auch gehabt? Ja, das ist natürlich eben so ein bisschen Talentschmiede Phänomen. Weil der Quatsch Comedy Club hat ja den Talentwettbewerb, wo sie jetzt aber umbenannt haben. In Hotshots. Hotshots mit einer Rakete. Das war genau mein Ding gewesen. Ja. Ben Schmid und ich haben uns gesagt, wir können dann, so wie die Opis, können wir dann zu den Jungen gehen und sagen, ja, bei uns hieß es noch Talentschmiede. Ja, das war doch mal ganz anders. Aber logischerweise haben sie es jetzt so genannt, weil Talentschmiede hast du wirklich einfach gehabt. Jemand, der zum allerersten Mal auf der Bühne steht und Menschen, die seit 3 Jahren durch irgendwelche Open-Mic-Mix-Shows durchtingeln und einfach sich dann dort mal anmelden. Also, und durch das ist das Qualitätsgefälle ist jenseits. Und darum nennen sie es jetzt den Hotshots. Und dort ist halt, wenn ist das? Um 10, halb 11 geht es los. 11 Uhr geht's los. 11 sogar. Und gewisse und Leute sind ja schon seit 8 Uhr dort und sind am Köbeln. Aber viele sind eben dann nur für diese Show dort, weil sie irgendwie Freunde sind von Kollege XY, der auftritt. Und weil es 11 Uhr zu oben ist, haben die natürlich auch schon ein paar getrunken. Ja? Und dort ist dann schon, dort ist dann schon schwierig. Dort musst du drüber spielen. Sonst machst du eine riesen Lawine, wo losgeht. Weil wenn dann jemand merkt, ich kriege Aufmerksamkeit, weil ich jetzt einfach ein bisschen geschwätzt habe, dann geht es dort los. Also dort ist fast das Gegenteilige, was passieren kann. Mhm. Hingegen normaler Quatsch Comedy Club ist ja ganz entspannt. Das weiß ich noch nicht. Das sehe ich dann im Januar. Hey. Nein, das ist völlig entspannt. Weil das ist so wie Stand-up Comedy Show im Bernhard Theater. Ah, okay. Also weißt du, Menschen allen Alters, gut gelohnt, entspannt. Außer zur Weihnachtszeit, aber das hast du halt nicht jetzt im Januar. Nein, ich habe dann die verkatert. Genau, in Hamburg habe ich zur Weihnachtszeit gespielt. Und dort habe ich das erste Mal in Hamburg gespielt, Quatsch Comedy Club. Und dann habe ich halt irgendein Backstage gefragt, wie ist denn das Publikum da so? Ja, ziemlich gleich wie Berlin. Und dann kommt der Geschäftsführer von dem Lokal so leicht gestresst schon. Außer man hat 105 Mitarbeiter, die gerade sich zu Fondue und Weißwein volllaufen lassen, um nachher die Show zu gucken. Und mit 105 Mitarbeitern meine ich davon 100 Männer. Ja? Und dann ist so gestresst wieder weggelaufen. Ja. Und dann ist eh klar gesehen, was jetzt passiert. Oder? Und dann hast du wirklich einen gehabt, der ist so rotzevoll gesehen. Und ich bin erst die Position gesehen, wirklich Warm-up vom Moderator, 10 Minuten, und dann bin ich gekommen. Und schon beim Moderator, etwa 3-mal macht er so. So, einfach so, du weißt nicht einmal, er hat nicht Boot oder je, oder er hat einfach Geräusche von sich gegeben. Und dann habe ich bei mir, wo ich aufgetreten bin, habe ich gemerkt, es hat einmal irgendwann mega Unruhe gegeben. Und das ist gesehen, weil der Typ so eine Kotzhuste gekriegt hat.
Und dann wirklich so. Und ist am Boden gefallen und hat eben so halb auf den Teppich gekratzt. Und dann haben sie ihn auf den Krankenwagen da. Und dann ist die Show gelaufen. Schön. Ja, aber das ist eben, das ist überall. Christian Schulte-Loh hat kürzlich erzählt, in Manchester hat er einen Auftritt gehabt. Da haben sie in einer Show haben sie 23 Leute vor die Tür gestellt. Wow! Das heißt, also weißt, das kannst du ja nicht einmal ansatzweise vergleichen mit was wir als Comedy und was wir als Störenfried empfinden. Ja, oder? Ich glaube auch, in der Schweiz ist noch heilig. Also natürlich! So quasi, es ist mega heilig. Mit, ich sitze einfach da und gebe dir keine Reaktion. Eben. Aber es kommt relativ wenig. Ja! Ja. Und dort ist es wirklich einfach. Ich habe. Also, meistens siehst du Leute richtig sterben, wenn eben mal jemand reinruft aus dem Publikum und die Person auf der Bühne nicht genug cool reagiert. Dann siehst du die Person sterben. Und das habe ich in London schon zwei, drei Mal gesehen, im Comedy Store, am Fringe Festival in Edinburgh, eben so die englischsprachige Kunst. Weil dort langt es dann auf, weil das sind dann auf böse Einrufe, also so böse Heckels. Der eine hat einfach mal reingerufen, der und der ist viel lustiger gesehen als du. Oh. Fertig. Du hast gemerkt, der andere ist zusammengebrochen auf der Bühne. Der hat nichts mehr können machen. Hast du mal den besten Heckler gehört, der den Ding je bekommen hat? Wie heißt er? Jimmy Carr. Jo, der hat ein paar gute gekriegt. Ja, aber da hat mal jemand reingerufen, meine Mutter hat ihm von Krebs. Und dann sagt er so, ja, aber ich habe ja gar keinen Witz über Krebs gemacht. Und dann hat der Heckler gesagt, ich weiss, aber es war lustiger als das. Oh shit. Und dort hat der Raum zum ersten Mal gelacht. Und quasi es hat ihn so gestresst, dass der Heckler die ganzen Lachen bekommt. Aber mittlerweile, jetzt die Leute immer auffordern, zu meinen Heckler, damit er gute Antworten geben kann. Ja, es ist ja auch eine Kunstform eigentlich. Eben, Comebacks ja. Du hast schreiben. Ja das mal etablieren in der Schweiz, aber ist nicht so gut gegangen. Es funktioniert nicht. Nein, aber die Leute sind es nett. Die Leute sind es nett. Zu nett. Ja. Ich has als so Impro-Teil habe ich das mal probiert, wenn ich wirklich auf die Bühne gestanden bin und gesagt habe, hey, jetzt beleidigt mich mal. Mhm. Gut, das eine Mal ist eh schief gegangen, weil es war Mixed-Show eben in Bern. Ja. Und ich komme auf die Bühne und sage, so, eben, ich habe erklärt, dass jetzt bin ich gerade hier in Schottland gesehen und dort machen sie das so. So, föhnt mal an. Und dann ist so zwei Sekunden still und dann hörst du von hinten rechts vom Künstler-Ecke, hörst du Gabriel Vetter, ich fick deinen Vater. Und dann ist eh vorbei. Was willst du noch machen? Dann sind die Leute verreckt. Ja, so, okay, nächstes Thema. Übrigens, ich habe, apropos Vater, der hat einen Hund und lalalala. Setz doch mal ein paar Ex-Freundinnen ins Publikum, dann geht's vielleicht. Ah, ich habe nicht viel. Oh. Mm. Und das ist einmal passiert. Einmal hat auf die jemand reingerufen, das bin im Fall ich gesehen. Ah, wirklich? Ja. Und hat es gestorben? Ja. Was hast du ihm erzählt? Ich habe so eine Sex-Story. Halt. Oh. Ist das die, die wollte interviewen für ihr Heftchen? Was? Ah, du hast doch dort die eine, die sagt, sie macht irgendwie ein Buch mit allen Leuten, die sie im Bett war und schreibt dann irgendwie nur den Vornamen und was die beruflich machen. Aha, nein, das war ein Joke über Tinder. Ah, Tinder, Entschuldigung. Genau, ja. Aber das war auf der Witz. Wie lange ist das her? Der Tinder-Joke? Ja. Pff, das ist auch nicht mehr, gell? Nein. Also ist dir auch schon aufgefallen, wie viele Leute das Tinder-Witz haben? Eben, darum. Also, der Joke ist eigentlich nur gesehen, dass ich habe eine Connection mit einer auf Tinder, wo ich wirklich so finde, wow, ist so zum ersten Mal, dass etwas passiert und man wird so mega schnell intim. Und danach stellt sich heraus, dass sie ein Buch über Tinder schreibt. Und sagt aber keine Angst, ich sage nur Vornamen und Beruf. Mhm. Dann steht dann Joel, Comedian Switzerland. Ah, genau, so, das ist der Joke. Ja. Ja. Das war eigentlich mehr gesehen aus Frust, weil eben auf Tinder nie etwas gelaufen ist. Oh, du Arme. Nein, aber wie lange ist der her? Ja, ein paar Jahre. Du bist viel besser geworden. Danke vielmals. Ja, tatsächlich. Danke vielmals. Auch vom Physical. Ja, danke. Das wird mir täglich reingerieben. Aber das ist ja etwas, wo ich so schön an Comedy finde. Ich denke immer so, in Musik kannst du dein erste Lied, wo du völlig unbeschwert bist mit deinem Kopf, irgendwie du bist 16 und du hast einfach mal auf der Gitarre etwas rumstrummen und dann machst du irgendwann dun, dun, oh, ja, und dann hast du das Lied. Dann hast du das Lied geschrieben und nachher kannst du es nie mehr reproduzieren und du tust immer irgendwie an dem aufhängen. Und kriegst ein Hit kam und fertig. Ja, auch so verdient im Kopf, weil du sagst, das beste Lied, ein besseres Lied kriege ich nicht an. Ja. Und Comedy ist so eine klare Evolution, wo einfach, man wird besser. Es gibt
haben wir jetzt erst ein zweites Mal besprochen, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, die konstant schlecht bleiben. Und es gibt wirklich einzelne, so an einer Hand abzählen, Ausnahmen, die schlechter werden. Aber es ist fast nicht möglich. Ja, ich sage das nachher. Ach so. Ach, es sind heimische. Jo, ich rede jetzt. Meinst du irgendwas aus Deutschland, irgendwie ein Oli Pocher oder so? Nein, der Oli Pocher, der kriegt viel Hate. Ich habe den früher noch ich den extrem lustig gefunden. Der macht halt oft immer das Gleiche. Er hat sich nie weiterentwickelt. Genau. Ja. Aber das ist nicht das Gleiche, weil der, okay, ist ja nicht ein unglaublich schlechter Stand-Upper. Nein, eben nicht. Aber ich glaube einfach, der Humor, die Art von Humor, wo er zelebriert, ist nicht mehr gefragt. Ist nicht mehr gefragt und vor allem ist sie nicht mehr von ihm gefragt. Also weißt, es ist ein Unterschied, wenn du einen hast, der so Mitte 20 ist und findet frech, hey, alle Promis sind scheiße. Mhm. Und dann aber selber 10 Jahre später in jeder Klatschspalte ist, weil er sich da irgendeine ganz miese Twitter-Krieg mit dem Boris Becker leistet. Also weißt du, sobald du nicht mehr der Outsider bist, sondern selber in diesem Kreis drin bist, dann kaufst du dir keine Sau mehr ab, dass du dort irgendwie einen Witz drüber machst. Mhm. So. Weißt du? Aber nein, grundsätzlich wirst du besser in Comedy. Aber für das brauchst du halt so eine, wie will ich sagen, man braucht ein bisschen ein Gespür. Genau, und ich glaube, du musst halt auch wie zwischendurch mal wieder schlechter werden beim Zeugs ausprobieren, weißt, bevor du merkst, was für dich funktioniert. Mhm. Also wenn man merkst, das funktioniert und dann aber immer safe auf das setzt, bist du auch wieder schlechter. Absolut, ja. Weil irgendwann fühlt es sich nicht mehr so frisch an, irgendwann sind auch die Referenzen nicht mehr so aktuell. Genau. Aber ich weiss noch, gerade nach so Wienerli Promi, wo ich so die Promi-Nummern hatte und das Zeugs, dort hatte ich dann zum Teil auch so einen kurzen Moment gehabt, wo ich mich schwer da habe. Und ich dachte, ich spiele jetzt lieber nochmal die Promi-Nummer. Mhm. Dabei hast du aber schon gemerkt, dass sie nicht mehr ganz so, wie will ich sagen, dass sie nicht mehr ganz so tight anhält. Also 079 hat dann ein viel kürzeres Haltbarkeitsdatum gehabt. Ich habe selten zwar so etwas erlebt, wie wenn ich am Anfang die Nummer gebracht habe, weil es einfach eben die Leute wahrscheinlich direkt abgeholt hat, weil sie wahrscheinlich 10 Minuten vor der Show noch im Radio den Song gehört haben und gefunden haben, nein, oder oh, geil, immer noch. Und dann aber ein halbes Jahr später schon, wieder bei den Leuten so merkst, so, jetzt ist das Lied ist jetzt ein bisschen vorbei. Warum erzählt er jetzt über das? Also es ist so kurzlebig gesehen dort. Aber es ist wirklich, dass sich immer wieder ins kalte Wasser werfen und sagen, ich probiere jetzt etwas Neues aus. Und das ist eben heute viel einfacher. Das ist mit all diesen offenen Bühnen und auch verschiedenen Mixed-Shows ist das viel einfacher als früher. Früher hast du deine eigene Bühne nutzen, zum Ausprobieren. Mm. Und ich finde vor allem auch, du kannst auf einer offenen Bühne nie scheitern. Weißt du, es ist ja wie ins Fitnessstudio gehen. Also wenn du gegangen bist und irgendeine Übung machst, ist schon mal besser, als wenn du nichts gemacht hättest. Mhm. So sehe ich das mit offenen Bühnen. Weißt du, ob es ist einfach Routine und Üben. Und wenn es nicht funktioniert, ist es auch wurscht. Aber es ist immer noch besser, als wenn du nichts gemacht hättest und einfach ein Jahr lang wieder die gleichen Jokes spielst bei Mixed Shows. Ja, und das ist auch bei Newcomer, die jetzt anfangen, weißt du, die dann irgendwie mir einen Text schicken und sagen, hey, kannst du den mal anschauen? So, ich kann schon anschauen, aber es bringt dir nichts. Mhm. Tritt einmal auf und dann hast du 300 Informationen mehr, als wenn ich mit dir 5 Stunden den Text anschaue. Das ist einfach krass, als ich meinen ersten Auftritt hatte, habe ich 3 Monate geschrieben. Mit einem Stand-up-Buch und so. Ich war wirklich so nach. Weil andere sagen einfach, ja, ich habe so eine Geschichte, ist sicher noch lustig, wenn ich das erzähle. Mhm. Und ich habe einfach wirklich, nein, ich versuche jetzt einfach pro Minute 4 Witze zu erzählen. Und dann habe ich es wirklich genau so gemacht. So, ich nehme das Thema und da schreibe ich 4 Jokes dazu und in meinem nächsten Thema mache ich nochmal 4 Jokes wirklich? Dazu. Ja, weil ich ja dort schon geschrieben habe für die ganzen Late-Night-Shows. Yeah. Und die haben mir ja dann immer Themen geschickt und gesagt, mach was zu dem. Und ich werde nie auf die Idee kommen, um eine Geschichte zu erzählen. Ich habe einfach gedacht, was sind so Themen, mit denen ich mich auskenne? Ah, so irgendwie Jehovas, Deutsch und so, nimmst du das mal. Ja, du bist für mich lange der One-Liner-König gesehen. Ja, und dann merkst du aber, wenn du 90 Minuten musst füllen, ist mit One-Liner sehr anstrengend, mal rein zum Schreiben, plus glaube auch zum Hören, das will ich auch nicht hören. Nein, ja. Also das ist gegangen bei so
Jetzt ist gerade beim Joe Rogan im einen Podcast ist wieder der Mitch Hedberg-Thema gesehen. Und das ist ja einfach so eine crazy Dude. Der ist ja tot, oder? Ja. Yeah. Das ist der, ja. Yeah, yeah. Der finde ich einfach mega geil, aber wenn ich die Aufschrift von dem Jokes gesehen habe, habe ich das Gefühl gehabt, wow, der ist noch irgendwie eine Heroinspritze vom Tod entfernt. Der hat auf das hast du ja gemerkt, so ja. Krass kaputt ausgesehen. Aber eben, ja. Der ist halt völlig auf Heroin. Auf dem Trip hat der einfach seine One-Liner erzählt, aber der ist so ein Charakter gesehen. Ja, ja. Dann funktioniert es natürlich wieder. Ehrlich, ja. Was hätte er? Ja, egal, ich will jetzt nicht irgendwelche Jokes zitieren. Aber ich glaube eben schon, dass man konstant besser wird, weil man irgendwie auf das Gespür dafür kriegt. Und was ich auch gesehen habe, Ira Glass sagt das mal, ist ja eigentlich ein Schriftsteller, aber es passt auf Comedy genauso gut, wenn er sagt, in jedem kreativen Beruf hast du so eine Zeitspanne von du willst das machen oder du machst das schon und du hast selber Geschmack. Du weißt, was gut ist. Und zum Beispiel im Stand-up schaut jetzt jemand Chappelle oder Bill Burr oder was weiß ich, für wer auch immer ihre Helden sind. Und das ist ihr Geschmack, wo sie sagt, das finde ich toll. Aber wenn sie dann selber auf die Bühne gehen, erreichen sie natürlich nicht das Level. Das heisst, sie wissen, das ist eigentlich das Ziel, das ich habe, aber ich komme nicht da hin. Mhm. Und Ira Glass sagt, dass genau in dieser Zeit man vor allem muss durchbissen muss, weil man eben einen grossen Vorteil hat gegenüber vielen. Man weiß schon, was gut ist, aber man weiß selber noch nicht, wie man da hinkommt. Aber ist nicht dann manchmal auch das Problem, dass man allenfalls merkt, ich finde das zwar geil, aber das Publikum akzeptiert das nicht, wenn es von mir kommt, weil sie mich anders sehen. Das ist ja bei mir extrem früh passiert. Das ist ja, jetzt ist ein paar Mal Thema gesehen, darum heisst ja das Ding jetzt viel gut Comedian. Mhm. Weil, das hast du ja mitgekriegt, ich habe dir ja zum Teil auch die Jokes geschickt. Ich kann extrem schwarzen Humor schreiben. Mhm. Ich kann es einfach nicht performen. Es glaubt mir niemand, ich fühle mich nicht wohl und dann funktioniert es nicht. Ich habe es gleich mit Absurdem. Ich finde zum Beispiel, alles was der Fabio Landert macht, was so absurd ist, mega geil. Wenn ich was Absurdes auf der Bühne erzähle, es funktioniert überhaupt nicht, weil ich einfach, bös gesagt, zu normal aussehe. Weißt, er ist wie aufgrund von den Tattoos und so, steckst du ihn gerade in eine Schublade und ich glaube, das Absurde passt. Ja, und auch seine Massenmörder-Augen. Ich nenne sie ja Pedo-Augen. Auch schön. Aber schön, dass wir sehr grauenhafte Straftaten nehmen für seine Augen. Genau. Nein, aber weißt du, darum, das finde ich mega geil, dass er jetzt schon weiß, was für ihn funktioniert. Und bei mir ist es halt wirklich, ich versuche noch irgendwie herauszufinden, ich weiß, was ich gerne machen würde, aber ich muss noch schauen, ob das für mich funktioniert. Ja, aber das ist ja eh, das denke ich, mit jedem Jahr, das vergeht und mit neuen Komikern, die dann kommen, habe ich immer das Gefühl, die sind in dem schon viel weiter, als wir es gesehen sind und haben es können sein. Mhm. Weil eben das alles immer wie klarer wird, weil ja auch auf einmal gewisse Plätze besetzt sind. Mhm. Also, also hast du davon gehabt, zum Beispiel eben der Zucker. Der Zucker ist eigentlich der erste gesehen, behaupte ich immer, der Stand-up gemacht hat. Dann sagt er, ja, also mit dem Trio Eden noch, das ist noch der Midi Gotte gesehen und so. Ja. Und der hat auch noch ein Solo gehabt, jetzt auf der Zeit dann aufgeführt. Und nachher ist dann so ein bisschen die zweite Reihe gekommen, das ist so gesehen Unterrecker, Elsener, wo jetzt nicht direkt zu so Stand-up zählt, wo man schon in dem Bereich genannt worden ist. Das ist so ein bisschen die Jacobo Müller Generation gesehen. Mhm. Steffi Berger ist früher gesehen. Und dann ist so die nächste Gruppe gekommen mit so Javi Garcia, Charlie, Büssi, ich. Und dort hast du, wenn du dann angefangen hast, hast du natürlich blöd gesagt, du hast eben noch nicht mal daran gedacht, dass irgendwann gewisse Plätze in der Comedy besetzt werden sind. Sondern du hast gedacht, hey, wir machen jetzt Comedy. Weh. Und jetzt, wenn du jetzt anfängst, ist so völlig klar, es gibt schon diese Sorte von Stand-Upper, es gibt schon jemanden, der sich auf das Thema spezialisiert hat, es gibt schon das. Und das hilft dir eigentlich, Kreativität hilft dir ja immer, sobald du gewisse Schranken hast. Mhm. Also wenn du dir eine Vorgabe gegeben wird, du hast 10'000 Zeichen und das Thema, dann kommst du viel schneller zu deinem Text, als wenn es heisst, schreib einfach mal etwas. Irgendetwas. Weißt du, es ist ja in der Werbung das Gleiche.
Und so weiter und so fort. Und darum habe ich das Gefühl, dass mit jedem Jahr, das vergeht und jeder, der neu dazukommt, der viel schneller zu sich findet und oder auch sie logischerweise und checkt, wo geht es an, was passt zu mir. Die Leute schon. Ich habe das Gefühl, wenn du neu mit dem anfängst, machst du ja noch nicht so Gedanken über die Marktsegmentierung oder wie ich glaub, du dich könntest verkaufen oder so. Ich glaube, es geht gar nicht um das. Ich glaube nicht, dass es um die Marktsegmentierung geht, sondern es geht viel mehr so. Ich behaupte, bei vielen ist der Impuls, es überhaupt zu machen, von wegen, es gibt zwar schon 137 Stand-Upper, aber es gibt noch nicht mehr oder etwas wie mich. Weißt? Ja. Ich glaube, das hilft schon extrem. Mhm. Und mit Cenk tue ich das sehr wohl. Nicht Marktsegmentierung, das ist viel zu fest Künstler, aber mit Cenk tue ich sehr wohl zu gut heißen, dass der sich zuerst sehr genau überlegt hat, wie er auf die Bühne geht und alles was. Und es erst dann gemacht hat. Und andere eben einfach mal machen und dann etwas finden. Und es ist natürlich in der kleinen Schweiz ist es umso krasser, weil es kriegt zwar niemand mit, und trotzdem hast du von dir aus das Gefühl, es kriegen es alle mit. Mhm. Wie jetzt auf einmal eben, jetzt mache ich etwas anderes. Und weiss nicht einmal irgendjemand, wer du bist. Mhm. Das ist immer das Gleiche. Das habe ich dir auch schon erzählt. Nach einer Mixed Show sagt mir jemand, der geilste Witz ist der und der gesehen. Dann sage ich, das ist von mir. Das ist von ihr gesehen. Ja, okay. Also weißt du, man ist so immer in seinem eigenen Kopf und hat immer das Gefühl, es dreht sich alles nur um sich. Mhm. Dabei, umso schöner, wenn 180 Leute ins Comedy-Haus kommen. Absolut. Habe ich noch nie gehabt, 180 Leute drin. Wirklich? Ja. Also wenn ich Solo gespielt habe. Wenn du Basel, für dich ist ja quasi Basel tot, nicht Zürich. Ja. Also wenn ich dann in Bern auftrete, dann sind es irgendwie 40 oder so. Das ist ja dann auch nochmal ein Unterschied. Das ist ja geil. Ja. Ich nehme 40 mit Handkuss, ich habe schon, schon für 6 oder so. Ich kenne alles. Ja. Ich habe schon Solo. Ich glaube, gut, Solo. Das kann ich natürlich nicht. Solo ist glaube ich das wenigste, was ich jemals hatte, 14. Ach, für ja, wenn wir auch gleich. Ja. Und einmal, dort habe ich aber noch Theater gespielt, Dino Krimi ist mal gesehen vor 12. Dino Krimi mittlerweile, also dort schon mega erfolgreich, aber eben, es gibt immer so ein oben irgendjemanden, wo halt, hätte man jetzt nicht gewusst, dass noch das Stadtfest ist. Ja, oder, weißt, ja irgendwie genau, so. Habe ich jetzt auch gerade, mit Luzern ist auch noch irgendetwas. Aber ich finde, weißt du, das finde ich dann immer schlimm, das ist in Berlin so oft, dass Comedians wie aufs Publikum hässig sind, dass nicht mehr Leute gekommen sind und dann so richtig pissig auf die Bühne stehen und zuerst mal abrantet, dass jetzt da noch 6 Nasen im Publikum sitzen. Und ich denke immer, boah, jetzt musst du die 6, die gekommen sind, die sollen sich nicht scheiße fühlen. Ja. Die sollen sich ja willkommen fühlen, dass sie überhaupt gekommen sind. Das ist ja das Krasse. Das ist so krass dort. Du tust eben, vor allem, du gibst ihnen ja ein schlechtes Gewissen. Weil sie sagen, was kann ich dafür, dass sonst niemand gekommen ist? Und weißt du dann auch so mit der Attitude, spiele ich halt hier, eigentlich müsste ich 10, aber ich mache jetzt 5, komm, da sitzen nur 6 Leute. Und dann denke ich, nein, es gibt doch denen eine geile Show. Yeah. Mhm. Aber das ist so, habe ich jetzt auch in L.A. wieder gesehen, wo im einen Hostel, wo ich gesehen bin, die geben sich mega Mühe, dass da immer noch so Zeugs drumherum passiert und so. Mhm. Und dann ist hier oben ist irgendwie folgt mit einem Karaoke-Night und das und so. Oder? Und dann irgendwann hat es geheißen, Wednesday, Stand-Up-Comedy-Night. Oh. Und ich so, oh mein Gott, geil! Aber ich wollte nicht auftreten, ich wollte es einfach sehen. Ja. Und ich habe eh noch mit einem Kollegen gemacht. Und dann habe ich gewusst, dass vor dem 8. Jahr, und ich bin vielleicht zum 10 ab 8, bin ich ins Hostel gekommen und ich so, shit, bin jetzt zu spät. Und suche so ein bisschen. Und dann hast du wirklich eine gesehen, die verzweifelt probiert hat, die Leute noch reinzuholen. Und die so, hey, you, how are you? Weißt du, wirklich so durch den halben Raum gerannt. Ja, do you like stand-up comedy? Und ich so, oh yeah, I love it. Yeah. So da, als wüsste ich nicht davon. Ja. Come on in! There's a show going on right now! Und ich so, voll geil. So, dann hocke ich da rein und dann hast du wirklich, das ist von der Komikerperspektive, habe ich gewusst, oh mein Gott, das ist das Bitterste überhaupt. Weil du hast irgendwie 12 Leute, aber noch schlimmer als sonst sind es eben nicht 12 Leute, die gesagt haben, oh ja, ich will Comedy schauen, mega geil. Sondern schade. Gequatscht worden. Sondern es ist wirklich, sie sind überredet worden, sie haben zum Teil nicht einmal das Konzept richtig verstanden, sind aus allen Ecken von der Welt gesehen, ein paar haben nicht mal richtig Englisch können. Also wirklich alles. So. Mhm. Und dann merkst du den Moderator, der wahrscheinlich irgendwie $200 kriegt, um da einfach so eine Stand-Up-Show zusammenzustellen, einmal in der Woche.
der ist so richtig gefrustet. Und sagt es dann natürlich auch, weißt du, er sei gerade in San Francisco gesehen, viermal voller Raum, und jetzt ist er zurück in L.A. und spielt vor ein paar Hostelbesucher. Weißt du, so. Und es ist immer so mit dem Quäntchen Wort. Und der ist richtig gefrustet gewesen. In L.A. bin ich auch was schauen, und zwar war das ein Disco gewesen, wo halt das Problem ist, die bringen irgendwie vor dem 9. keine Leute dort rein, weil vor dem 9. geht niemand in den Ausgang. Also machen sie wie Stand-up-Comedy vom 7. bis zum 9. um quasi ein paar Leute reinzulocken. Und es ist halt eine Disco-Atmosphäre, weißt du, ist nicht wirklich gedacht, zum Stand-up-Comedy machen. Und die Leute, die dort auftreten sind, ich habe mich nachher mit denen unterhalten und ja, so hure eingebildet, weißt du, so, ja, ich mache das jetzt seit 5 Jahren und ich bin ja nebenbei noch Model oder Schauspieler und so. Und du denkst, oh, es ist aber mega schlecht gewesen, für das, dass du das 5 Jahre lang machst. Weißt? Und dann noch so quasi die 12 Leute im Publikum, die dort gesessen sind, noch so blöd angegangen, weil es nur 12 gewesen sind. Das hat mich mega erstaunt. Ja, und das ist eben auch so etwas, der Zeitfaktor, wie sich Leute darauf ausruhen, wie lange sie es schon machen. Und wenn du mega oft kannst spielen, ich habe das Gefühl, irgendwann gibt es einen Punkt, wo es kehrt, wo es kontraproduktiv ist, mit Leuten immer so sagen, wow, weißt du, wie geil, in New York könntest du 10 Mal an einem oben spielen, kommst von Club zu Club und spielst immer deine 10 Minuten. Mhm. Weißt du, wie viel schneller hast du gutes Material zusammen, weil du so oft spielst? Und ich denke dann immer so, bin mir eben nicht sicher. Weil wie du auch gesagt hast, für die ersten Auftritte hast du 2 Monate geschrieben. Und wenn du weniger Auftritte hast, dann nimmst du den Auftritt ernster. Das ist allein schon eben, wo ich mal Quatsch Comedy Club 9 gespielt habe. Mhm. Bist so, irgendwann, wenn du in der Mitte bist, 4. oder 5. Auftritt, bist du behaupte nicht ganz so bei der Sache, wie wenn es nur einer gesehen war. Mhm. Du findest, ja, morgen habe ich ja nochmal einen. Oder sogar noch schlimmer, in 2 Stunden haben wir ja die 2. Show. Also irgendwann habe ich das Gefühl, es macht einem dann auch ein bisschen bequem, weil man weiß, man spielt ja eh nochmal in den nächsten 5 Tagen 7 Mal. So. Und ich habe das Gefühl, dass gerade eben so in den USA noch mehr als in England, weil die Open-Mic-Kultur in England nicht ganz so ausgeprägt ist, aber dass gerade in den USA extrem viel sich auf dem ausruhen. Eben, das ist mein Job und ich bin gut in dem, weil ich das ja 8 Mal am Oben mache. Dass du jedes Mal selber $3 bis $5 zahlst dafür, ist eigentlich kein Thema. So. Gibt es so irgendwas, wo du unbedingt mal würdest auftreten im Ausland oder so? Oder irgendein Land? Also, Langzeitziel ist es, auf Englisch zu machen und möglichst alles zu bereisen. Ja? Ja. Das auf jeden Fall. So ein klassischer Touring-Comedian. Hey, also, weißt du, leider Fakt, dass es in Kanada unglaublich tolle Festivals gibt, dass es in Südafrika unglaublich. Ich denke mal das Festival du Rire in Montreal. Ja. Das ist super. Und Just for Laughs. Ja, und die haben so viele gute Sachen. Und das Altitude Festival ist immer geil, das ist irgendwie in Österreich. Dort kriegst du kein Geld, aber sind, also der Mittermeier ist damals mit dem Eddie Izzard auftreten und so. Mhm. Ich habe irgendwie so eine geile Sicht, wo sie sagt, hey, es gibt kein Geld, aber du hast Skipass und sind der Wochenende oben. Und für das kommen die Big Shots? Ja. Ah, krass. Weil ich wirklich finde, ah, okay, wenn schon, dann zu dem. So. Ja. Also es war vor 5 Jahren so, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Okay. Eben Fringe will ich unbedingt mal durchspielen. Ja, wo ja, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen zum Thema Fringe und wie dort eine Fringe-Show muss ja ganz anders aufgebaut sein als ein reguläres Stand-up-Solo. Mhm. Weil der Fringe-Besucher will richtig so eine Botschaft reinbrügelt bekommen, weißt du. Also quasi, es muss sehr viel Tiefe haben, ein Stand-up-Set dort. Und bei Fringe gäbe es das wie, ein Jahr sind Depressionen mega angesagt, dann machen alle am Schluss noch eine Nummer zum Thema Depression. Oder ein Jahr ist es irgendwie, keine Ahnung, Missbrauch in der Kindheit oder so. Es ist einfach wirklich krass, dass, dass gewisse Leute dann sagen, shit, jetzt gibt es schon 4, die über Missbrauch reden, jetzt bin ich noch der 5. Das ist wirklich nur am Fringe. Ja, aber dort hat es natürlich damit zu tun, dass wirklich die Auswahl so riesig groß ist, dass einfach allein, ich bin mal 3 Tage mit dem Claudio und dann bist du so, in diesen 3 Tagen, nach 5 regulären Stand-up-Shows, hast du es eigentlich auch schon gesehen, auch für dich. Also eben, das ist, wenn du würdest sagen, schau jetzt daheim mal auf Netflix, 7 Stand-up-Specials hintereinander. Mhm. Nach dem 5. bist du also ein bisschen, ja. Dann findest du es geil, wenn eben einer noch mit einem Hellraum-Projekt irgendetwas Spezielles macht und jemand anderes noch Beatbox rein tut. Also blöd gesagt, aber klar braucht es dort
ein bisschen mehr Abspaltungen als sonst, weil du gehst ja dann zusätzlich gehst noch Mixed-Shows schauen, mhm. Wir sind Impro-Theater schauen, alles Mögliche. Es ist halt einfach ein riesiges Ding. Aber darum, es gibt extrem viele Orte, wo ich so finde, das wäre irgendwann dann mal. Und logischerweise, das größte Ziel ist mal die Comedy Store in L.A. Gibt es da nichts, wo quasi so Amateur Night oder so? Ja, es gibt Potluck, heisst das. Das ist am Montag oben, wo du kannst die Namen aufschreiben lassen. Mhm. Und dann wird das in einen grossen Hut geschmissen und dann ziehen sie einfach. Ich würde dich dort sehen, bei dem anderen, nicht der Comedy, sondern das andere, wo ein paar Straßen weiter tun. Laugh Factory. Ja, dort kommt, glaube ich, jeder rein. Dort habe ich absoluten Schrott gesehen. Das also ist nicht, dass du absoluten Schrott machst, aber ich glaube, dort ist irgendwie die Einstiegshürde viel kleiner. Das hat sich in den letzten Jahren hat sich das so abgespalten wieder, okay. Dass der Comedy Store halt einfach das Ding geworden ist. Ja. Und die anderen, Improv und Laugh Factory, die haben ab und zu grosse Namen. Mhm. Aber der Comedy Store ist so der Ort geworden. Ich habe einfach einen gesehen in der Laugh Factory. Masani. Irgendwie so. Ist Master Iraker, Brani. Ist ein Iraker. Mit Glatze. Master Brani. Ja. Wo ja eine riesige Nummer ist. Ja, das ist gut. Und dort aber überhaupt nicht angekommen ist, weil es ein ganz komisches Publikum war. Der Master Brani habe ich auch schon mal gesehen im Comedy Store. Der macht viel. Also, als ich ihn gesehen habe, hat er viel gemacht über das Ältere-Sein, das Vater-Sein, seine Kinder, irgendwie Unterschied von denen in der Schule und so weiter und so fort. Und das ist noch krass gesehen. Da hast du gemerkt, da ist jetzt das Publikum für ihn einfach 10 Jahre zu jung. Mhm. Weil er so von 10 Leuten, die auftreten, ist er so, als Einziger ist er dort nicht abgeflacht. Aber er ist so, es hat einfach nicht so starke Lachen gegeben, weil du gemerkt hast, er spielt am Publikum vorbei. Mhm. Weil die alle sich nicht dafür interessiert haben, dass der jetzt Kinder hat und so. Und das ist noch krass gesehen. Und alle anderen so, yeah, single, fuck the married people und so. Weißt du, alle so, wuuu! Ja, genau. Das ist so krass. Und das ist ja etwas, was man auch immer vergisst, wenn man mit Menschen schwätzt über Comedy und der Schweiz, dass in diesen Nischenmärkten, England und USA etc., kannst du halt genau auf eine bestimmte Sorte von Publikum spielen. Und da, du kennst es selber, spielst ein oben spielst vor U60, der komische GV-Treff und an einem anderen oben spielst du hier in Zürich in einer coolen Bar, wo hippie, junge Leute sind. Mhm. Und Wokey. Woke. Ja, sind's auch. The woke people. Ja. The woking dead. und dass du dann irgendwie Material hast und spielen kannst, wo irgendwie nicht überall funktioniert, aber dass du überhaupt Auswahl hast, kannst du sagen, 20-jährige woke people, in dem Fall mache ich da jetzt etwas anderes als vor den 60-Jährigen. Mhm. Und in den USA und England hast du aber viele Medien, die spielen auf ihr Ding. Sie sind klar bekannt dafür. Anthony Jeselnik habe ich auch gesehen. Ist ja einfach, kommt auf die Bühne, macht eine Viertelstunde über Selbstmord, genau. Und geht wieder. Ja. Und alle so ein bisschen, aber er weiss genau, die 5, die das geil finden, von denen habe ich die Lacher dort und dort gehabt, also hilft mir das schon wieder. Oder? Den habe ich auch gesehen und das war so lustig, weil ja seine Bühnenfigur ist ja ernst und sehr emotionslos. Yeah. Und dann, wo er ab der Bühne läuft, hat er so ein Grinsen im Gesicht gehabt, weil er sich gefreut hat, dass gewisse Witze funktioniert haben. Yeah. Wie so kurz bevor er ab der Bühne ist, ist die Maske gefallen. Ja. Ganz kurz. Kommen wir mal aufs Thema Feelgood Podcast. Unbedingt. Was machst du eigentlich, um dich gut zu fühlen? Oh, das ist so eine Frage wie aus der Coop-Zeitung. Gell? Aber sie eröffnet einem viele Türen. Ja. Ich gehe extrem gerne in Bücherläden. Und, ohne Witz. Und verbringe ich habe schon in Köln mal 4 Stunden in einem Buchladen verbracht. Je grösser, desto besser. Und lauf dann einfach durch die Gestelle durch und schau was an und kauf mir einen Kaffee und liest 2-3 Bücher und kauf sie dann später natürlich auf dem Kindle. ja, ich bin bunt an dem. Nein, ich kaufe mir wirklich noch viele Bücher auch in Buchhandlung, auch wenn sie völlig überteuert sind und so. Ich will einfach nicht, dass alle Buchhandlungen sterben. Mhm. Ja, Buchhandlungen und dann ich trinke sie. Nimm das Mikrofon bitte mal. So? Ja. So, ah. Ja, super. Das,
Hat es was leicht Erotisches gehabt, wenn ich es gemacht habe? Mega, vor allem mit, vor allem mit dem Krisch. Das ist genau das, was so. Mich anhört. Ja, ja, ich habe schon gedacht. dann Kaffee, dann Vergnügungspark. Ich bin ja wirklich, ich habe schon Reisen gemacht, rein, weil ich gewusst habe, dort in der Nähe gibt es einen geilen Vergnügungspark. Wirklich? Ja, natürlich. Bist du mal gesehen im Six Flags? Nein, Six Flags Magic Mountain. Natürlich bin ich im Six Flags Magic Mountain gewesen, ja. Bist du auf die X2? Alles. Ja, und X2 muss man vielleicht am Zuhörer oder Zuschauer erklären, die speziell, wie sich der Sitz ja auch noch dreht. Genau. Nicht nur Loopings und so. Crazy. Und jetzt kommt von der Geilste, wo wir auf die X2 haben wollen, ist sie kaputt gewesen. Und dann haben sie abgestellt und man war sich aber nicht sicher gewesen, sollen wir jetzt die Schlange wechseln oder bleibt man mal noch da stehen, weil irgendwann läuft sie ja dann wieder, oder? Und wir sind dann die Ersten gewesen, die wieder drauf haben dürfen, wo sie gelaufen ist. Und ich habe noch nie so krasse Nervenkürzel gehabt. Wie sind sie denn noch zweimal laufen lassen, ohne dass jemand drauf gesessen ist? Das Problem war, dass die Bügel aufgegangen sind. Mm. Also weißt, die gehen ja nicht komplett auf. Du wärst ja immer noch gesichert durch den Gürtel, aber es wäre halt dann ein mega Geschlittere in dem Sitz drin. Und dann hat es oben wie so eine Kommandobrücke und dort einer ist so panisch so die ganze Zeit ins Walkie-Talkie reingeschraubt und so den Kopf geschüttelt und so. Und irgendwann hat ein anderer dann aus der Kabine so gemacht und dann hat es gesagt, ja, jetzt läuft die X2 wieder. Dann bin ich auf der gewesen. Aber die gibt es im Fall in noch extremer. In Japan bin ich. Gut, jetzt nehme ich an, dass in Japan immer alles noch ein bisschen extremer ist, oder? 4 Guinness-Rekordbahnen in einem Park. What? Also was sind das denn für Rekorde? Wahrscheinlich eine ist Geschwindigkeit, ja, eine ja. ist irgendwie Höhe oder so. Nein, eine ist der Winkel vom Fallgrad ist 135 Grad. Also quasi 90 Grad. Negativ. Ja, ja, ja. ja. Und die eine hat Beschleunigung in 1,8 Sekunden von 0 auf 148. Auf 148? 148. Jesus. Und dort ist im Fall. Das ist so lustig. Druckt es dich einfach nur noch in den Sitz. Und vor allem, du startest in einem Tunnel und es geht raus ins Licht. Das ist so vom Effekt. Ja, natürlich. Natürlich. Und dort ist im Fall, die läuft irgendwie nur 4-mal pro Stunde, die Bahn, weil die wird mit Druckluft und so einem Zugkabel bringt jetzt die Beschleunigung an. Und bis einmal der Druckluftzylinder gefüllt ist, geht episch lang. Und wenn du mal gut, was ist das? Ein Tank wie ein Dreifamilienhaus oder so? Keine Ahnung. Aber du hörst es aus, machst so, mega laut, weißt. Und nachher, wenn du da drin sitzt, gibt es wie so 3 Security-Checks, die von verschiedenen Teams gemacht werden. Weil die haben so Angst, dass dir dort etwas passieren könnte, weißt. Weil irgendwie in einem Park hat man einen Unfall gehabt, dann haben sich dort alle Angestellten umgebracht, dann müssen den Park zutun. Mhm. Und jedenfalls der dort, du bist an 3 Orten festgurtet und für jeden Gurt kommt eine andere Person, kommt das überprüfen. Das ist total absurd. Und dann dürfen die Bahn auch nur starten, wenn alle ihren Kopf hinten ans Polster drückt, wie wenn du irgendwie vorne wärst und mit diesen 1,8 Sekunden. Machst du das Knie kaputt, so, ja. Ich weiß nicht, ob es gerade bricht oder was auch immer. Ja. Jesus. Aber du bist eh eher große, nicht Japan, grundsätzlich eher Asien. Also Japan und Korea bist du jetzt schon ein paar Mal gesehen, gell? Zweimal in beiden Ländern. Ja. Genau. Also Bücher, Freizeitparks. Ja, Kaffee. Kaffee? Also ja. Kaffee in einem Kaffee sitzen oder bist du so eine Bohnenschmecker? Ja, genau. Wirklich? Ja, also beides. Also bei mir daheim. Aber gerade weil ich sage, du hast ja nicht jetzt die massivst geilste Kaffeemaschine. Nein, gar nicht. Aber ich gebe mir auch gerne irgendwie in einem Restaurant oder weißt, so einem speziellen Coffeeshop, yeah. gebe ich auch gerne mal irgendwie 8 Stutz aus für einen Kaffee, wenn es irgendwie so Blut Jamaika irgendwas ist oder so. Weißt du, welche Coffeeshops mega geil sind, wo du auch Blut Jamaika kriegst? Ah, du kennst Blut Jamaika? In Amsterdam. Ah, okay. Ist es ein Kaffee? Ah, sehr gut. Badumts. Ja, ist so auf der Hand gelegen. Hast du ja. dann müssen. Ja. Und traurigerweise sind das, glaube ich, die 3 Sachen, die ich mache, um mich besser fühle. Mehr kommt mir gar nicht in den Sinn. Ja. Und dann wirklich, also ich finde Kaffee auch mega geil. Ja. Aber ich tue mich zu wenig damit beschäftigen. Ich finde, es gibt so ein paar Kaffees, logischerweise auch in Zürich, aber ich kenne sie halt mehr in Basel. Aber wirklich, als ich noch bei Energy geschafft habe, hatte ich mal einen zu Gast, der einen neuen Kaffee aufgemacht hat. Und dann hat er mir eine halbe Stunde über Kaffee erzählt. Aha. Und du hast gemerkt, dem geht fast einen ab. Dass er wirklich so,
ja, wir haben dann ganz speziell, damals war das eben so der New Shit gewesen, Cold Drip und Cold Brew und das und der Prozess ist so und so und für das nehmen wir speziell andere Bohnen und so. Ja. Und also ich rede über nichts, glaube ich, so enthusiastisch wie der über irgendwelche Kaffeebohnen. Und darum, ich beschäftige mich zu wenig damit, aber ist für dich eben so mehr so ein Hobby? Oder wüsstest du jetzt genau, nein, Arabica-Anteil und so Zeugs? Aber ich habe zum Beispiel mal in so einem Shop in Kanada wirklich mega lange überlegt, ob ich mir so einen Cold Drip irgendwas kaufe. Aber ist doch geil. Wo es Vermögen gekostet hat und dann habe ich es aber gleich nicht gemacht und denke noch heute, hätte ich es doch noch gekauft. Es war auch noch so geil gewesen, aus Glas und so. Aber es hat, glaube ich, irgendwie über 100 Dollar gekostet. Mhm. Ich habe das Gefühl, es geht eh kaputt im Koffer, ich mache es nicht. Ich bin aber grosser Fan von, das wird ja immer ein bisschen als mies angeschaut, aber so Filterkaffee finde ich geil. Mhm. Ich finde auch geil, die Pressdinger. Wie French heißt Press. Ja, genau. Aber ja. Wirklich einfach zuerst ein bisschen aufbrühen und danach musst du... Das ist mein Wochenendkaffee. Mega geil. Der hast du auf den Liter. Länger und es gibt auch immer Sauerei zum Aufräumen. Darum ja, aber du hast dann dafür auch gerade einen Liter oder so in dem Ding. Lass du einen Liter Kaffee rein. Ah, logisch. Okay. Und zwar an einem Tag weg. Okay. Ich habe mit zwei in einem Büro geschafft, die sind wie die bei The Simpsons, da die zwei, die immer Kette rauchen. Wie heißt die? Ja, die Schwester von der Marge. Die haben nur Kaffee gesoffen und geraucht. Damals hat man noch dürfen im Büro rauchen. Und die haben pro Tag 3 so Kannen durchlassen, so Filterkannen. Ja. Die haben einfach aus der Schnur gestunken, so derb, zwei Buchhalterinnen. Und die eine hat Windhunde gezüchtet und die hat wirklich so eine komplette Windhundfresse gehabt. Das heisst ja immer, der Besitzer sieht nach ein paar Jahren aus wie der Hund und die hat wirklich genau wie ein Windhund ausgesehen. Das hat alles so glatt und hure ausgemergelt. Und er dachte, ich muss irgendein Sonderorgan im Körper haben, wo nur Nikotin und Koffein verarbeitet. Wo das zu einer neuen Masse macht und Energie freisetzt. Ja, wirklich, ja. Oh mein Gott. Nein, also ich probiere immer so ein bisschen den Konsum zurückzuhalten, aber es geht dann eben gleich schnell. Zum Beispiel, wenn ich bei meiner Mutter bin, in Nordfrankreich, in der Normandie, da nimmst du eben so eine geile, wie heißt es? French Press. Ja. Das mache ich oft wirklich. Ein Liter, raus damit. Zu Recht. Ja. Und übrigens, man wollte ja noch ein paar Service-Tipps geben. Der Kaffee von der IKEA ist sensationell. Ah, ja? Und zwar, es gibt, wir müssen aufs Pack schauen, weil es gibt verschiedene, quasi für jede Zubereitungsart haben sie ein anderes Pack. Und der, der halt für die French Press ist, der ist sowas von gut. Ah, wirklich? Ja, und kostet 5,95. Natürlich. Ja. Und es ist wirklich, sicher Fairtrade. Es ist viel, ja, auch noch. Ah, wirklich? Also es war wirklich besser als irgendwas, was du bei Starbucks kaufst, irgendeine Mischung. Ah, oh, krass. Ich habe viele ausprobiert, ja. Ja, jetzt, als ich in LA war, ich bin nicht ein Mensch, der sich wirklich ab so kleinen Sachen nervt. Der Ricky Gervais hat das in seinem Programm, wenn jemand irgendwie so die Nase rümpft und so, dann kriegt er schon Aggressionen, oder? Mhm. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der sich eigentlich bei so Sachen recht entspannt verhält. Und dann bin ich aber in einem Kaffee gesehen, und dann haben die irgendwie so, die Baristas dort haben so neue Kaffeesorten ausprobiert. Weißt? Und danach hat der eine, anscheinend hast du ja eben in so einen Löffel und du so ein bisschen am Löffel nippen. Mhm. Und der hat jedes Mal, wirklich, der Raum ist etwas so groß wie da, dann hat er jedes Mal in der Lautstärke so. Und danach hat er wieder irgendwie ein neues Ding genommen. Die ganze, ey, wirklich so nach 3-4 Mal habe ich wirklich einmal so, automatisch, habe ich es nicht extra gemacht, habe ich schon so auf den Tisch so. Und dann aber da hast du fast verreckt von Lachen, weil ihn hat es auch schon auf den Nerven. Ja. Und dann hat er mich raus müssen. Weil du hast gemerkt, ja, es ist nicht anders gegangen. Mhm. Es ist nicht anders gegangen, der ist so laut gewesen. Und alle anderen, die auch probiert haben, haben einfach so, nichts. Und der hat mit dem Löffel, der hat den Löffel geschlürft. Dort habe ich gemerkt, kriege ich Aggressionen. Sonst nicht, aber dort habe ich sie richtig gekriegt. Wir sind in Korea in einem Starbucks gewesen, wo irgendwie Starbucks hat jetzt noch wie so eine Premium-Marke, wo quasi, wie M-Selektion oder so. Und es ist einfach so ein separater Bereich im Starbucks drin, ich weiß aber gar nicht, wie das heisst. Und das ist damals, glaube ich, irgendwie erste Mit Eames Chairs gewesen. Und so. Hä?
Mit Eames-Chairs und so Sachen. Nein, es ist einfach, also das Mobiliar ist ein bisschen anders mhm. und halt, du kommst noch ganz viel mehr Spezialitäten über und es kostet irgendwie das Doppelte oder so. Und noch eine kleine Nackenmassage, wenn du drin bist. Jedes Mal. Nein, ah, okay. Aber wir sind uns so geil vorgekommen. du hast gemerkt, für den Durchschnittskoreaner ist es viel zu teuer. Weißt? Und da kommen die zwei Arschlöcher aus der Schweiz, die sagen, ja, wir nehmen jetzt mal so einen Kaffee für 12 Franken. Why not? Weißt? Und der Barista ist noch, der hat auch die schöne Uniform und so. Also richtig geil gewesen. Aber das ist ja wie so die Menschen, die bei EasyJet irgendwie ein Speedy-Boarding buchen oder so ja. und dann das Gefühl haben, sie sind etwas Besseres. Aha. Und das Gefühl, merkst, sie haben, eigentlich haben sie das Gefühl, ihnen gehört EasyJet durch das. Ja. Weißt du, weil ich einfach so vorne sich so bequem mache in der ersten Reihe. Ich finde, es ist immer noch EasyJet. Ja, natürlich. Ja. Wenn du sagst, die zwei Arschlöcher aus der Schweiz, ja. mit wem bist du gesehen? Mit einem Kollegen sind wir reisen, ja. Und einmal, mit deiner Mutter bist du einmal nebenan? Kanada. Kanada? Ja, das ist aber, das wird ja verarbeitet im Programm. Meine Mutter und ich versuchen jetzt jedes Jahr eine zusammen eine Ferien zu machen. Mhm. Aber Kanada ist halt dann extrem gewesen, weil dann ist sie 60 geworden und dann habe ich ihr das geschenkt. Und sind wir wirklich drei Wochen mit der Mutter. Aber dort hast du auch noch bei Glanz und Gloria richtige Zapfen verdient, gell? Von der Bilag bin ich sowas von gemästet worden. Ja. Ja, und Comedy nebenbei, weißt du? Mm. Also, genau. Also, Double Trouble. Dort sind dann auch nochmal die 800 Franken im Jahr reingekommen. Ja, das ist schon Flug. Ja, natürlich. Halber Flug, je genau. nachdem. Ja. Genau, für sie der Eco jetzt gelangen. Und es ist schön gewesen, aber anstrengend, weil ich kein Englisch habe. Mhm. Dann wirklich 3 Wochen lang Dolmetscher gespielt. Mhm. Und das würde ich nicht nochmal. Aber so jetzt irgendwie in Deutschland, Österreich, Italien und so, das ist alles easy. Ja, du hast ja recht freundschaftliche Beziehung zu deiner Mutter. Muss ja. Ja. Meine Mutter ist die ganze Familie, mehr haben wir ja nicht. Wir zwei, das ist sehr armselig. Es gibt meine Mutter und es gibt mich. Und dann gibt es noch einen Onkel, also quasi einen Bruder von meiner Mutter, wo wir beide nicht mögen. Ist ja scheißegal, verstehe ich kein Schweizerdeutsch. Und er lädt sich jedes Jahr zu der Weihnacht ein und wir laden ihn wieder aus. Also wir verbringen, ja, wirklich, weil er kommt vorbei für 2 Stunden und dann rappelt es schon. Und er sagt so Sachen wie, also früher, ich weiß noch, als ich Kind war, hat er mich einmal angepumpt und gesagt, ja, gib dem Onkel mal irgendwie, ja, ich habe hier noch 1 Euro, gib mir mal 5 Franken, damit ich mir ein Eis und so. Und ich habe ihm mein Sackgeld gegeben und es ist nie mehr zurückgekommen. Und er hat immer gesagt, das käme dann wieder. Dann hat er so Sachen gesagt wie, sag mal, wann kommt denn die Mutti nach Hause? Und ich so, die kommt zum 6. Ja, ich habe Hunger, Essen und so. Und dann, weißt du, das ist noch so. Soll mal was auf den Tisch stellen. Ja, und dann habe ich gesagt, es hat einfach nur das drin von gestern. Und ich esse doch nicht nochmal das Gleiche. Das ist einfach wirklich, es ist wie so eine Karikatur von einem Asi. Ist noch Ostdeutscher dazu an. Ja. Doppelt geschieden. Einfach wirklich. Und er verbreitet überall schlechte Laune. Was ist das, die Onkel? Mein Onkel. Großartig. Ja, auch geil. Meine Mutter hat mal mitgenommen zu einem Brunch. Und dann hat er ein Mohnbrötchen gegessen und nimmt sich von der Mitte vom Tisch so einen Käse. Und zum Abschneiden drückt er ihn so in den Mohnteller rein und schneidet ihn und legt ihn wieder zurück. Und einfach der komplette Käse ist nachher mit Mohn eingestrichen gewesen. Und sagt meine Mutter, du... Also, wenn man fast den Namen rausgeht, du Onkel, die anderen wollen den Käse vielleicht auch noch essen, dann nimmt er ihn wieder vom Teller und geht einfach mit der Hand drüber, zum Dämon abputzen und legt ihn wieder in die Mitte vom Tisch. Richtiger Assi. Das ist einfach wirklich ein mega Assi. Onkel Assi. Ja. Onkel Assi. Auch noch auf Aliment verklagt von den Gofen und so. Das ist wirklich alles Scheps. Das ist ein armer Sieg. Das ist ja eine Bombenfigur. Ich müsste eigentlich mal... Der Onkel Assi. Und lässt sich dann einmal so Ostblock-Trullas einfliegen, die er irgendwie per Chat kennengelernt hat. Also der zahlt dann auch, weißt du, für so Dating-Portal, wo natürlich irgendwie junge Russinnen und so. Und dann hat schon eine einfliegen lassen, hat herausgefunden, sie hat noch 2 Kinder und so. Das hat sie ihm gar nicht gesagt. Das ist ihr dann irgendwie... Hat ihn dann gar nicht mehr so Art. Und dann hat er sie zurückgeschickt. Ja, aber ich finde das so tragisch, dass... Weißt, der ist ja... In Deutschland ist es so ein Normalverdienender. Mhm. Aber für die ist das halt wirklich ein reicher Prinz. Ja, ja, ja. Dass die Nummer noch immer zieht. Ja, es ist eben mit Südostasien und so. Das ist Wahnsinn. Ja, genau. Aber... Was, ich glaube, die Russinnen, die sind dann nicht so devot, weißt, die lassen sich nicht so... Ja, wirklich,
die wissen schon, was sie wollen. Ich glaube, wenn du so wirklich das Ultra-Devote suchst, eine, die sich völlig unterwirft, dann musst du wahrscheinlich eher auf Südostasien. Ja, ich habe es jetzt auch mehr vom Preis gemeint. Ach so. Da habe ich jetzt tatsächlich nicht so. Genau. Aber Osteuropa so kannst du noch quasi mit dem Flixbus holen, aber die anderen musst du das Flugticket zahlen. Das wird gut teurer. Ist halt wie mit Handy-Abos. Oder? Du zahlst einmal viel, dafür dann wenig Monatskosten. Oder das ist quasi eine Flatrate. Oder eine hohe Flatrate. Ja. Das ist immer die Frage. Und dann ist noch, ein Cousin, mit dem habe ich aber keinen Kontakt. Also wir sind auf Facebook. Also Cousin, ist das dann der Sohn von deinem Onkel? Ja. Auch so Assi? Nein. Ah, okay. Das ist ein junger... Ah, nein, der hat ja nach Aliment verklagt. Nein, das ist Cousine. Ja, die hat jetzt auch keinen Kontakt mehr mit dem Onkel. Ich habe nicht gewusst, dass ein Ex-DDRler so gute Stories hat für seine Familie. Und vor allem, die Cousine hat jetzt einen Sohn und mein Onkel hat den Sohn noch nie gesehen, weil die so krass verstritten sind. Und das Kind ist jetzt irgendwie 3. Ja, das ist ja auch derb. Und hat nicht mal die Adresse von der oder die Handynummer. Und dann fragt man sich immer, woher kriegt RTL alle diese Storys an für mitten im Leben und so. Gell? Ja, das ist wirklich. Genau. Und Großeltern und so, das ist alles tot. Ja. Du sagst das immer so fröhlich. Ich finde das Wahnsinn. Ja. Und Vater ist auch recht, als ich 5 war, ist mein Vater verstorben. Und ab dort ist halt wirklich so die Zweierfamilie gewesen. Und dann sagen die Leute halt, ja, du bist so ein kleines Mami-Bübli. Aber ja, weil das ist die ganze Familie. Mir ist ja gar nicht rum gewesen. Und darum nervt es mich auch wirklich, es macht mich nicht so hässig, als wenn ich sage, ich bin ein Einzelkind und dann gehen die Leute davon aus, dass ich verwöhnt bin. Ich hasse das. Weil wirklich so, wir haben damals, wo mein Vater gestorben ist, meine Mutter hat keinen Job gehabt, wo in der Schweiz anerkannt gewesen wäre. Sie war Kindergärtnerin gewesen, aber halt in der DDR und das Zertifikat hast du da gar können kübeln. Und dann haben wir quasi, also von heute auf morgen ist einfach kein Einkommen mehr da gewesen. Und es ist auch lang gegangen, bis da die Witwerrente gekommen ist und so. Mhm. Dann sind wir bei Bekannten von meiner Mutter eingezogen. Wir sind dann, warte mal, die hat einen Freund gehabt, plus sie, plus 2 Kinder. Das sind schon mal 4. Wir sind 6 Leute gewesen in einer 3-Zimmer-Wohnung. Und wir haben knapp ein Jahr dort gelebt. Und also es war jetzt nicht die Hölle gewesen, weißt, aber einfach so, es ist nicht das, wo man bei einem verwöhnten Einzelkind erwartet. Genau, wie alt bist du gesehen? Zwischen 6 und 7. Yeah. Und dann auch, irgendwie bevor ich 19 war, habe ich nie Europa verlassen. Also wirklich, wir haben Ferien gemacht, wo irgendwie von so einer Gruppe Alleinerziehende finanziert worden ist. Also wir sind nur ins Tessin in die Ferien oder mal in Deutschland oder so. Aber wirklich nichts mit, ich nie ein Auto gehabt. Ich habe irgendwie nur so gebrauchte, also alles, was ich hatte, war halt Bruch, Secondhand und so. Es ist nicht, dass das schlecht ist, aber einfach, sobald Leute kommen, dann bin ich sicher mega verwöhnt worden von den Eltern. Es ist halt nicht so. Ja, aber ich habe das Gefühl, das Zweite ist ja auch Einzelkind gleich Einzelgänger, sagt man auch immer noch. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn eben du und die Mutter so ein Team gesehen sind, dann ist es blöd gesagt, wie bei anderen eben so geschwisterten Paar. Mhm. Natürlich schon auch noch Erziehungsperson, aber es ist gleichzeitig auch eine sehr direkte Bezugsperson. Mega. Und darum eben, wenn du ihre Kanada schenkst, dann ist das auch nicht der klassische Einzelkind-Move, wo eigentlich immer alles für sich eben kriegt und behaltet. Nein, mir ist eben wichtig, dass sie mal aus Europa rausgeht. Sie macht sonst nie Ferien, wo sie ist in ihrem Leben irgendwie 3-mal in einem Flieger gesessen. Mhm. Sie ist wirklich gezwungen, zum mal weit weg zu gehen. Und dann hat sie es aber auch mega geil gefunden. Ich meine, das ist auch cool. Als Fliegen? Fliegen hat sie geil gefunden und einfach Kanada. Also für sie ist das wie, ich stelle mir das vor, als wie damals, wo ich auf Japan gegangen bin. Weißt du, eine völlig andere Kultur. Ja, logisch. Ist immer noch mega westlich, aber weißt du, wenn du vorher noch nie... Also ich bin noch nie in Kanada gewesen, aber Kanada hat ja allein schon eine Grösse durch das ist so eine Monumentalkraft, wo man sich zum Teil gar nicht vorstellen kann, wenn man in der Schweiz wohnt. Oder? Das ist einfach... Allein schon in den USA denke ich das manchmal. Also allein wenn du mal in einem Flieger hockst und über See fliegst und du siehst mal, wie gross alles ist. Mhm. Also, als ich mal auf Südostasien geflogen bin, du über eine Wüste fliegst und du merkst, das ist nur Sand. Das hört nicht auf, das ist Sand. Dann merkst du mal,
Dann merkst du mal, wie klein man ist. Gell? Oder wo sie zum ersten Mal in einem Food Court gestanden ist. Ja. Es war für sie mega faszinierend gewesen. Weißt, so geiles Konzept. 30 verschiedene Restaurants auf einer Fläche. Mhm. Das hat sie noch nie gesehen. Ah, es war so herzig gewesen. Food Court sind wir oft gegessen, weil ich gesagt habe, du zeigst einfach aufs Bild, wo du essen willst. Und der, der dich bedient, wahrscheinlich ist das Englisch auch nicht viel besser. Ich komme mit Schlag, weißt du. Das ist, wie sonst, einmal im Restaurant, weißt du, die ganze Speisekarte übersetzen, das geht ewig lang. Und dann habe ich so gesagt, ja, willst du etwas mit Fleisch, weißt du, um so ein bisschen eingrenzen, irgendwie, mhm, willst du vorspeisen und so. Ja, sag mir doch mal, was die haben, weißt du. Dann geht es los. Ja. Vor. Wir sind mal, ich weiß nicht, was ich da gesehen bin, vielleicht 12 oder so, sind wir wirklich mal. Meine Großmutter, die damals noch gelebt hat, meine Mutter, meine Tante, meine Schwester und ich, und noch mein Stiefgroßvater, wir sind alle zusammen in New York gesehen. Nur so 5 Tage Early Christmas Shopping, irgendwie so. Und meine Mutter hat das meiner Großmutter mal ermöglichen. Mega schön gesehen. Meine Großmutter hat nicht mal wirklich Deutsch können, Französin, Englisch sowieso nicht. Und dann sind wir in dem Hotel und hat sie jeden Morgen, sie hat genau gewusst, was sie muss sagen, sie hat einfach gesagt: Coffee and Eggs. Und das Geile ist gesehen, Eggs gibt es ja 130 verschiedene Varianten. Ja. Und danach hat er immer gesagt: Do you want them fried? Do you want them scrambled? Do you want them sunny side up? Und sie: Yes, yes, coffee and eggs. Und dann hat sie ohne Scheiß jeden Tag hat sie andere Eier gekriegt. Das ist so ein bisschen ein Lotteriespiel geworden. Und wir sind fast verreckt. Wir haben so, manchmal hat sie es toll gefunden, manchmal hat sie sich mega aufgeregt. So: Mein Lange, je voulais pas ça, was? So herzig. Aber ja, auf Bild zeigen hilft immer. Das, eben, das hilft auch in Thailand zum Beispiel. In Thailand manchmal. Aber wenn du Frau bestellst. wenn sie Zahl aufheben. Ach so, Entschuldigung. Nein, sondern eben beim Essen. Ja. Ohne Scheiß, ich habe den ganzen Sextourist habe ich ausgeladen. Weil es hat so etwas Widerliches vom alten. Der alte weiße Mann ist mir dort zum ersten Mal wirklich gezeigt worden. Ja. Vor allem, es ist auch übrigens, also dort, wo ich gesehen bin, so Samui, Bangkok und so, ist auch eigentlich eine tote Industrie. Das weiß ich einfach nicht. Aber also eine tote Branche, es ist alles jetzt auf Familientourismus ausgelegt. Das heisst, es passt denen natürlich gar nicht mehr so, wenn du irgendwie so Bars hast, wo in einer Bar auf der Bar tanzen und eben so Bar, ich will da. Das ist wie so kein Thema mehr irgendwie, sondern viel lieber, hey, gibt es einen tollen Strand? Weil auf einmal haben sie ja gemerkt, wenn man da vielleicht 5 Leute hat, die übernachten, dann gibt es etwas mehr Geld. Also, ich hatte das damals, wir hatten ein Hotel, gehabt, wo wirklich 2 so Parallelstraßen von dem 6-Bezirk entfernt war. Und wenn ich mache das noch oft, wenn ich irgendwo im Ausland bin und in einem Hotel, dann gehe ich am Abend einfach mal raus und laufe so ein bisschen dagegen. Und dann bin ich halt da gestrandet und dann habe ich das so zum ersten Mal gesehen. Das war sehr absurd. Auch irgendwie, es krass ist, wir sind in so einem. Kannst du dir vorstellen, wie ein Einkaufszentrum, also so auf mehreren Etagen, aber nur Stripclubs und irgendwie so Anrüchiges. Aber gesehen? Mit einer Polizeistation drin. Also weißt du, das war ganz klar ausgelegt gewesen, quasi der Westler soll da hinkommen, seinen Spass haben, aber sich auch sicher fühlen. Yeah. Und dann haben wir unten so eine Show gesehen, wo Mädels auf einer Bühne gewesen sind, wo jede hat im Bikini sind die dort durchgelaufen und jede hat am Bikini-Unterteil eine Nummer, also einen Schlüssel gehabt mit einer Nummer dran. Mhm. Ich weiß nicht, wie das Konzept funktioniert, gegangen aber davon aus, dass man jede von denen dann irgendwie kann mieten kann, wenn man mal halt mehr will als so ein Tanz. Ich habe das echt krass gefunden. Inklusive Schlüssel. Eben, ja, ich weiß nicht, ob alles Zimmer haben, das Einzelne oder so, aber schon sehr derb. Also. Ja, es ist sehr absurd. Aber man hat es halt gleich mal wollen sehen. Das kommt ja, logisch. Also wir sind auch, ich weiß nicht, unterstützt man es schon, indem man irgendwie da die 4 Franken Eintritt zahlt und einfach ein Bier trinkt und nach einer halben Stunde wieder rausläuft? Wahrscheinlich schon. Wir sind nicht nur enttäuscht, sondern auch leicht angewidert und irgendwie etwas ein bisschen verwirrt aus einer Ping-Pong-Show rausgelaufen. Wenn wir so gefunden haben, ja, also in Bangkok heisst es, das musst du unbedingt machen. Mhm. Und wahrscheinlich mehr so, ich glaube, es heisst mehr, Damit die Menschen, die ihm das empfohlen haben, sagen, ich bin nicht der einzige Mensch, der das hat müssen erleiden. Ja, weißt? Ja. So, geteiltes Leid, ein halbes Leid. Mhm. Hey, du musst unbedingt Ping-Pong-Show. Und dann hat geile Scheiße.
Das habe ich ausgelassen. Ich habe viele Sachen gehört von so Shows. Ja. Das kannst du ja, glaube ich, in Amsterdam gibt es das alles auch. Ja, in Amsterdam ist natürlich schon, das ist eben der Unterschied, weil in Amsterdam bin ich wirklich schon extrem oft in so Live-Sex-Shows gesehen. Und dort ist es klingt nicht so blöd, aber es ist eine Zelebrierung. Und zwar, okay, es sind private Bärle und dort ist auch alles geschützt im Sinn von, es wird ja keine Foto gemacht, es wird ja auch nicht gefilmt. Das ist, die finden das toll. Also, und dann gehst du halt mal schauen, das Aufschein dazu. Mhm. Es ist jetzt nicht mega antörnend oder so, aber es passiert halt. Ja? Und was dann so ein bisschen mehr in Performance richtig geht, ist wirklich Show. Also wirklich voll extrem Show mit inszeniert. Mhm. Und dort, wo wir in Bangkok gesehen sind, gibt es sicher auch die Show-Dinger, aber der Ort, wo wir gesehen sind, das hat so etwas unglaublich Trauriges, Armseliges gehabt, weißt, wo du gemerkt hast, das ist nicht Show, das ist so, ich kann es nicht mal richtig beschreiben, das ist wie ein Unfall. Ja, es geht alles in die Richtung. Und eben, vor allem, wenn du von Amsterdam kommst, wo das so eine vibrant Scene ist, bist du natürlich nochmal mehr. Achtung! Vor den Kopf getroffen. Oh Gott. Die Bandbreite, die der Podcast hat. Von Comedy über Achterbahnen zu der Ping-Pong-Show in Thailand. Nicht das schlecht, ist, gell? Das ist für jeden was dabei. Ich kann dir auch die beste Geschichte von Amsterdam erzählen. Gern. Also, mit meinem guten Kollegen, den du auch kennst, man tut jetzt nicht namentlich erwähnen, bin ich in Amsterdam gesehen und sind eine Live-Sex-Show geschaut. Und zwar das allererste Mal, eben keine Ahnung gehabt, was das ist. Du kriegst irgendwie, weiß nicht, was es jetzt ist, aber irgendwie zahlst 40 Euro und kriegst aber noch 3 oder 4 Getränke dazu, bla bla. Wir sind noch, zwei Kollegen sind auch noch dabei gewesen, sind zu viert da drin. Und von uns 4, 2 sehr bekifft. Und dann geht das los. Und dann, genau, sie werben damit, dass du die ganze Nacht da drin kannst hocken. Sie sagen, hey, bis es zugeht, bis um 5 Uhr am Morgen. Was sie dir natürlich nicht sagen, ist, dass jede Stunde die Show wieder von vorne anfängt. Ach. Das heisst, du mehr, also es ist zwar ein fließender Übergang, ja, aber irgendwann findest du so, aber warte jetzt. Die habe ich schon 4-mal gesehen. Die habe ich doch schon gesehen, ja. So, aber es hat dann natürlich so 2, 3 lustige Elemente drin gehabt. Es hat dann auch weißt, ein Typ irgendwie, wo der Pilot irgendwie, der strippt und alles Mögliche. Und dann kommt eine, und da habe ich wirklich Angst gekriegt. Das ist so 65-jährige, ich behaupte jetzt Native American, ja. Rechtstier in Lack- und Leder-Outfit mit einer Peitsche. Und dann haben die so ein Lied dazu laufen, so. Und immer so zum Takt hat sie dann. So, oder? Und eben, was du vorher schon gesagt hast, ganz grosse Regeln: kein Foto, kein Video, somit auch ja nie das Handy führen. Kein Thema. Danach hast du so einen Moderator, den siehst du nie, den hörst du nur über den Lautsprecher, wo dann immer so sagt, now, ladies and gentlemen, welcome Annika and her boyfriend Stephen. So, und danach klatschen die Leute so und dann geht wieder der Vorhang auf und kommt die nächste Show. Und dort ist es so gesehen, die andere macht das Ding und dann heißt, now, ladies and gentlemen, we need a volunteer from the public. A volunteer from the public, please. Mhm. Und dann geht es so Saallicht an, das ist so Kinobestuhlung, weißt du? Dann geht es so Saallicht an und danach hast du dort irgendwie, ja, 4, ich sage jetzt mal, frag mich nicht, irgendjemand aus dem Osten, Osteuropäer, ja? 4 Dudes und einer so, yeah, ich voll dabei, geil, ja, oder? Und dann geht er rauf und dann kriegt er so einen Dildo da an den Stirn klatscht, so. Ja. So einen Wackeldildo, oder? Und dann ist irgendwie die Idee, dass er das jetzt bei ihr einführt. Ah. Ja? Aber, das heisst dann, and don't forget, buddy, use your head. No hands, buddy, use your head. Mhm. So, und dann klappt das irgendwie nicht gerade so, wie es sollte. Und die anderen 3 verrecken fast und der eine nimmt dann irgendwann das Handy führen. Oh. Und dann bricht aber Chaos aus der Dinge. Ja. Sie merkt, nein, noch nicht sie, sondern der Moderator sagt, no photo, und wird so ein bisschen hässig, dann kommt so eine Security-Stiernacke mit so einer Taschenlampe, leuchtet da so, sagt, give the phone, also, didn't do anything, alles gut, so, ich habe mein Handy gar nicht da, bla bla, und dann merkt sie es irgendwann, und er probiert es eigentlich immer noch da oben, und irgendwann rastet sie komplett aus und schreit so runter, give him your fucking phone! Und danach ist wirklich
alles fertig, Musik ist ab. Sehr gut, aber schreit da, also ich mache nicht, ich habe kein Handy. Sie so, give it now, I won't continue until you do it. So. Der andere steht immer auf der Bühne mit seinem Umschnalldildo auf der Stirn. So, what is happening? Hallo? Wartet. So, danach hat Gitta irgendwann tatsächlich sein Handy und sie haben gesagt, wir löschen das Foto, du kriegst es später wieder, aber du darfst nicht mehr machen. So. Ja. Und dann natürlich der komische Moment, wo die Show wieder weitergeht. Mhm. Weißt du? Atmosphäre ein bisschen anders. Mega gut. Ja. Er muss anlegen, sie sagt, ich mach das jetzt. Ah, immer noch die gleiche? Ja! Oh. Eben. Und sie, ich mach das jetzt selber quasi. Schuper, liege auf der Ahne, sie probiert irgendwie so drauf zu sitzen. Und wirklich, die Kollegen und ich, wir haben Tränen gelacht. Wir haben es so unglaublich lustig gefunden. Aha. Und vor allem, weil es dann immer noch nicht funktioniert hat. Und es ist einfach so absurd gewesen. Und wir hocken dort und brillen vor Lachen. Und irgendwann steht sie auf. Und ich schwöre dir, das ist nicht Comedian übertreibt, was weiß ich, sondern genau so passiert. Sie nimmt dann den scheiß Dildo von der Stirn, macht bei sich schnell zwischen den Beinen so einmal durchziehen und steckt es ihm so ins Gesicht. Oh. Und mir so, was ist jetzt los? Und sie schaut so ab und sieht uns und sagt so, very funny motherfuckers. Und dann geht so langsam der Vorhang zu. Und dann hörst du hinten so ein bisschen so ein bisschen Umbau. 2 Minuten später. And now welcome, Annika. And du merkst, es ist so eine gut geölte Maschine. Ja, ab und zu geht mal etwas schief. Aber also, es ist alles gut geölt, außer das, was auf der Bühne hin und her läuft. Oh mein Gott. Ich habe mal einen Dildo gewonnen in Amsterdam. In einer schwulen Bar. Ist Bingo abends. Ah, ich bin einmal in einer schwulen Bar an einem Bingo oben gesehen. Oh, ohne Witz. Mit der gleichen gesehen? Ja, im der Queen's Head. Oder ja, so. Nein! Ja, und jetzt kommt der Beste, es war so ein schwarzer Monster-Dildo, der so verpackt ist. Ja, weil das jetzt heisst, es heisst Doku or Do. Das weiß ich mal nicht, wie das heisst. Oder Doku or Dildo heisst es, glaube ich. Und zwar tust du am Schluss Kuvert auswählen, das eine ist 300 Euro und das andere ist ein Riesendildo. Ja, ich habe blöderweise den Riesendildo gewonnen. Und dann, jetzt kommt aber der krasse, das war moderiert von einer Drag Queen. Transe, Drag Queen. Ja, genau. Ja. Entschuldigung. Woke. Das müssen wir piepen. So. Jedenfalls, der Dildo ist im Fall ohne Witz fast doppelt so lang wie die Flasche. Eine Transvestie-Künstlerin. Travestie, nicht? Travestie. Ja, genau. Die anderen sind aus Transsilvanien, das darf man nie verwechseln. Also, lass jetzt. Und das ist fast doppelt so lang wie die Walserflasche. Und dann habe ich das Ding gewonnen, ist noch eingepackt, dann packt die das dort aus, die Drag Queen, und sagt, let me show you something. Und nimmt das Ding komplett ins Maul, wirklich bis zum Anschlag. Dann zieht sie ihn wieder raus und zieht ihn einmal so durch das Güppli-Glas durch zum Putzen und gibt mir. Dann habe ich den gewonnen. Und ich habe den dann eingepackt und am Flughafen denke ich, fuck, das ist ja hure peinlich, wenn das gescannt wird. Und habe dann am Flughafen den riesen Dildo ausgepackt und in den Knüppel geschossen. Nein. Und dann den Koffer wieder zu und weiter. Ja. Weil einfach so passiert ja nichts, aber wir haben für das eine Polter-Weekend, und ich sage jetzt mir, ich habe es einfach gewusst und habe es zugelassen, aber die haben die einen auch so einen riesen Dildo einem an so eine Wasserflasche dran taped, dass wenn du dann eben durch die Security gehst und mit deiner 1,5 Liter Wasserflasche sicher dran kommst und sie sagen, Entschuldigung, können wir das mal schnell anschauen, ist das wirklich kurze Überforderung gesehen bei allen, weil du hast gesehen, wie oft 5 Leute auf den Bildschirm schauen und eigentlich wissen sie mir jetzt darauf ansprechen, aber ihnen ist es sogar peinlich und wir haben alle gewusst, warum, oder? Und dann wirklich einer schon das Telefon in die Hand genommen, so, und dann irgendwann haben sie aber gemerkt, dass wir verrecken vor Lachen und sagen so, are these your friends? Mhm. Und er so, yes. Und er hat nichts gewusst davon, oder? Und dann sagen sie, ja, vielleicht schaust mal schnell in die Koffer, so, oder? Und er nimmt das Riesending raus. Und dann sind sie alle sehr beruhigt gesehen, dass er nicht wirklich so quasi mitgenommen hat. Ja. Aber also, wenn du nicht eine Wasserflasche dran hast, wäre es ja eigentlich easy. Dann ist es voll okay, ja. Kannst mitnehmen, was du willst. Genau. Ich habe übrigens auch mal so eine, in Mallorca habe ich mal einen Gucci bekommen für einen Cocktail. Und das war der Gag, sie haben dir die Hände verbunden hinter dem Rücken und dann hast du auf der Bar knüllen. Und dann hat dir eine einen Cocktail gemacht in der Unterhose. Also jetzt den Cocktailbecher in deine Unterhose reingesteckt und hat dann alle Zutaten für den Cocktail über deine Brust laufen lassen, damit das unten so in den Becher rein tropft. Und dann mit ihren Händen reingegriffen und dann hin und her geschüttelt. Und dann hast du den Cocktail dann
quasi gratis bekommen. Wow. Und im Hintergrund, ich weiß nicht, wer will das nicht? Ja, im Hintergrund ist von Scooter gelaufen, und rundum alles so besoffene Mallorca-Touris, die das sehr geil gefunden haben. Ich habe noch nie so etwas Unerotisches erlebt, aber es hat geile Fotos gegeben. Und dann habe ich mich nachher mit der unterhalten, die das gemacht haben, herausgefunden, die verdient irgendwie. Es war irgendeine Tschechin, die 4 Euro auf die Stunde bekommt für das. Was? Eine Wüste. Ja. Die Arme. So, gut, gutes Schlusswort. Genau. Nein, wie lange haben wir, Christoph? 1,42. Um Gottes Willen. Hey, jetzt haben wir den Rekord geknackt. Du hast da schneidest du noch ein paar Sachen raus, oder? Das will ja niemand sehen am Stück. So viel? Ja. Vielleicht ein bisschen Comedy-Talk. Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr insiderisch. Aber mir hat es Spass gemacht. Mir auch. Und wenn die Leute das hören, hast du ja deine Premiere schon gehabt. Mhm. Und trittst dann wo überall noch auf? Dann, der nächste Stopp ist St. Gallen. Dann. Wenn? Oh, das weiß ich doch nicht. Ich kann schnell meinen Flyer holen, statt alles. Weil am 28.11. bin ich in St. Gallen. Oh ja, nicht, dass wir uns kreuzen. Nein, das wäre blöd. Ja, das wär blöd, dann hättest du auf einmal noch 20 Leute weniger. Das wäre für mich viel. Wirklich? Ja, also, 20 Leute spürst du schon. Ja. Nächste Woche schon bei Deville Late Night. Jetzt geht es aber ab. Dann, das heisst, ja. Ja, Am 7. Dezember spiele ich mein Solo in St. Gallen im Gallus Pub. Im Gallus Pub? Ja, natürlich. Dann am 13. spiele ich es im Theater am Käfigturm in Bern. Und dann am 13. Dezember und dann noch am 19. im Madeleine in Luzern. Super. Da hinten ist es. Op, da. Promi-Richter. Wuhu! Ja, für ich habe selten mit so zuschauen. Viel Enthusiasmus angekündigt gesehen. Wie jetzt von mir? Ja. Geil, oder? Ja. Du wie der Praktikant von G&G, der das muss machen, wo man schon angelötet hat. Also, müsste ich ja noch interviewen. Nein, ich freue mich sehr. Ich komme natürlich auch schauen. Und weil das jetzt eben nach deiner Premiere läuft, sage ich, hey, leckst deine Premiere geil gesehen. Ich habe nichts anderes erwartet. Richtig Freude gemacht, ja. Richtig Spass gemacht. Der Comedy House. Coach hat sich gelohnt. Also da habe ich wirklich das Maximum rausgeholt. Sehr schön. Frank, ich wünsche dir alles Liebe. Alles Gute. Also ich, können wir uns... Ja komm, jetzt so durchtrainiert bist du auch nicht. Aber wir sind zu lang und zu kurz mit dem Arm. Egal. Also wir haben uns jetzt noch schön die Hand gegeben. Mhm. Ich habe jetzt ein Adjektiv ausgelassen. Und das unter dem Tisch. Und eben, wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, bist du gekommen. Ich finde dich ein super Stand-Upper. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg auf deiner ersten Tour. Es wird geil. Danke. Bis bald.